war klar, das ist ein polyamorer Mann. Und für mich hat das dann bedeutet, wow, da sind Beziehungen möglich, wie ich sie vorher nicht kannte. Ich habe nachher 4 Firmen gehabt, weit über 100 Angestellte. Und habe gar nicht gemerkt, wie meine Kinder so in 10 cm Schritten gewachsen sind. Multiple Sklerose ist die Krankheit mit 1000 Gesichtern. Man weiß nie, wie sie verläuft. Und für mich war es dann schon so, dass ich gedacht habe, okay, also es kann jetzt, ab heute kann alles passieren. Ich weiß gar nicht, was Rente ist. Was wäre denn die Alternative? Mallorca, Golf spielen, 11 Uhr die erste Flasche Rosé, mittags erstmal besoffen. Dann eine Runde schlafen, Boot fahren, zweimal abends besoffen. Das ist nicht mein Ding. Sie hat exklusiv alle meine Liebe, die ich für sie habe. Und wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, einen Mann oder eine Frau, dann kriegt derjenige die Liebe, die für ihn da ist. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Hallo, danke schön. Ein glückliches, erfülltes Leben, danke. Das wünschen wir uns doch alle und doch sind viele von uns immer wieder unzufrieden. Fragen wir uns eigentlich oft genug, was wollen wir wirklich im Leben und wie erreichen wir das? Wie will ich leben? Darüber reden wir heute im Nachtcafé und ich freue mich sehr auf Sabine Schmitz. Herzlich willkommen. Nach der Diagnose Multiple Sklerose änderte sich ihr Leben von Grund auf. Sie kündigte Job und Wohnung und zog in einen Wohnwagen, um fortan als Sängerin zu leben. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte. Nochmal herzlich willkommen, Sabine Schmitz. Schon als Kind wollte der Unternehmer Martin Limbeck unbedingt reich und erfolgreich sein. Mit großer Disziplin und voller Ehrgeiz verfolgte der frühere Außenseiter seinen großen Traum. Wo ihn das hingeführt hat, das erzählt uns heute Martin Limbeck. Bis zu ihrer Trennung führte Michaela Maino ein ganz normales Familienleben mit Mann und Kindern. Doch als sie Peter Pütz kennenlernte, eröffnete sich ihr eine aufregende neue Welt. Denn die beiden gingen eine polyamore Beziehung ein. Guten Abend, Michaela Maino und Peter Pütz. Der Druide Michel vom Berch lebt im Einklang mit der Natur. Doch jahrelang war er als erfolgreicher Unternehmer tätig und hatte einen proppenvollen Terminkalender. Warum sein Leben ihn heute viel glücklicher macht, das verrät uns Michel vom Berch. Wie anstrengend und befriedigend zugleich es sein kann, für andere da zu sein, erlebt Nicole Binuja täglich. Die Bereitschaftspflegemutter versucht Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wir freuen uns auf Nicole Binuja. Und warum viele Menschen nicht das Leben führen, das sie sich eigentlich wünschen, weiß Dr. Katharina Ohana. Die Philosophin und Psychologin ist überzeugt, dass gerade Krisen eine Chance zur Veränderung bieten. Herzlich willkommen, Frau Ohana, und herzlich willkommen nochmal an die ganze Runde. Ich weiß nicht, ob Sie dazugehören, aber es gibt ja Menschen, die nehmen sich so einmal im Jahr eine Auszeit, gehen irgendwo hin, wo sie alleine sind, ziehen Bilanz, gehen spazieren im Wald oder woanders, ziehen Bilanz und fragen sich, wo stehe ich und wo will ich hin? Machen Sie sowas regelmäßig? Schwer. Ist schwer, ne? 4 Kinder, und Pflegekinder. Immer auf Bereitschaft funktioniert das nicht so. Was sagen die anderen? Was sagen Sie? Ist das eigentlich eine gute Idee? Ja, wir nutzen dazu immer die Rauhnächte zwischen Weihnachten und Dreikönig. Und zum Reflektieren und zum Gucken, was sind die Wünsche fürs nächste Jahr. Brauchen Sie sowas oder wussten Sie schon immer, was Sie wollen? Na, das wusste ich nicht, ganz im Gegenteil. Aber heute mache ich das halt auch. Der 30.12. ist immer mein Tag. Da verbringe ich Zeit mit mir. Da schreibe ich auf, was ich nicht mehr möchte, was ich möchte. Meine Ziele fürs nächste Jahr, reflektiere, was ist weniger gut gelaufen, was ist gut gelaufen. Und ziehe so eine Bilanz des Jahres und schreibe mir dann das auf, was ich im nächsten Jahr erreichen möchte.
Ich glaube, viele machen sowas aber gar nicht. Also vielleicht noch an Silvester, so wenn das neue Jahr beginnt. Warum passiert das eigentlich selten, obwohl es ja eine wichtige Sache wäre, Frau Hanne? Also es passiert immer mehr. Wir fragen uns immer mehr nach dem Sinn des Lebens, unseres Lebens. Wir haben jetzt mehrere Krisen alle hinter uns. Wir wissen, es geht nicht mehr so weiter. Und viele von uns sind eben noch sehr dahingehend erzogen, zu funktionieren, in der Spur zu bleiben, durchzuhalten. Und das wird schon immer öfter in Frage gestellt. Die Natur ist da sicher ein Ort, wo viele gerne drüber nachdenken, aber ich kenne auch viele, denen das in der U-Bahn auf einmal klar wird, so geht es nicht mehr weiter oder bei einer Krise eben besonders vom Arzt eine Diagnose, die wirklich schlimm ist oder eine Trennung oder irgendeinem Kind geht es nicht gut. Ja, das sind so die typischen Punkte, wo wir aus diesem Trott oder auch diesen gelernten Werten dann aussteigen. Frau Schmidt, Sie wussten ja eigentlich schon immer, was Sie werden wollten. Nämlich Sängerin. Ja? Hatten Sie schon so als Kind so das Bild vor sich, vor Publikum zu singen, sowas? Also als ich klein war, war mir erstmal gar nicht wirklich bewusst, was die Musik für mich ist und was sie mit mir macht. Also erstmal war es so, dass ich natürlich mir vorgestellt habe, ich war vor dem Spiegel gestanden mit dem Schneebesen, 1 Million Publikum als vor Mikro mir. Als Mikro so, ja. Genau, als Mikro vorne hingehalten und erstmal nur den Mund bewegt und irgendwann natürlich das Singen angefangen und das hat mir immer Freude gemacht und was ich vielleicht auch als Kind gemerkt habe, wenn jetzt zum Beispiel es war irgendein Stress im Haus oder meine Eltern haben sich vielleicht gestritten oder irgendwas war, wo ich mich unwohl fühlte, dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe gesungen und es hat mich halt befreit und es hat mir gut getan. Aber wie gesagt, das wusste ich natürlich die ersten Jahre oder wie ich klein war, war mir das erstmal gar nicht so bewusst, dass das für mich ein wirkliches Ventil werden sollte. Also der Traum war klar, aber die Funktion, dass es auch ein Ventil ist, das war Ihnen noch nicht klar. Nee, ich wusste nur, ich möchte gern singen, auf der Bühne stehen und wie haben denn Ihre Eltern reagiert, als Sie denen da so voller Überzeugung dann gesagt haben, übrigens, später möchte ich auf der Bühne stehen und singen? Naja, erstmal ist es ja so, ja, nett. Machen wir schon und das kriegen wir schon irgendwie. Und, aber dann, als es dann drauf ankam, war es dann wirklich so, dass die Mama zu mir sagte, Sabine, du musst wirklich erstmal einen ordentlichen Job lernen und dann kannst du machen, was du möchtest. Und dann habe ich gesagt, gut, Mama, gebonkt. Habe dann, was nahe lag, war Bürokauffrau. Das habe ich dann auch gelernt, habe meine Ausbildung abgeschlossen und dann, dann war ich zur Mama gesagt, schau jetzt, Ausbildung ist abgehakt und jetzt möchte ich gerne auf die Bühne. Und das habe ich dann auch gemacht, aber erstmal nur nebenbei. Und dieses Nebenbei, hat sich das für ihn wie so ein, für Sie wie so ein täglicher Kompromiss angefühlt, dass Sie sich nicht ganz der Sache gewidmet haben? Oder wie also war das? Erstmal war das natürlich in Ordnung für mich, weil ich habe ja erst Vollzeit gearbeitet und hatte dann mit 18, 19 meine erste Band und habe dann erstmal nur ab und zu gesungen, aber irgendwann wurde es halt so, dass es mir natürlich auch zu wenig wurde. Das wurde natürlich auch immer mehr und immer mehr. Und man hat halt immer noch Vollzeit gearbeitet. Und, aber dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte es gern hauptberuflich machen. Was kann denn eigentlich dazu führen, wir fragen uns ja heute, wie will ich leben? Was kann dazu führen, dass wir an uns vorbeileben und vielleicht ein Leben führen, das gar nicht so sehr unserem Inneren entspricht? Sie hat eben das entscheidende Stichwort selber genannt, der ordentliche Job, den wir lernen sollen. Also eben diese Prägungen aus der Kindheit. Klar machen sich die Eltern Sorgen und man muss ja sein eigenes Geld verdienen. Aber viele ergreifen dann was aus Verunsicherung oder auch, weil sie gar keine Alternativen kennen und fühlen sich da eigentlich nicht mit wohl. Dann ist man da aber schon mal drin und dann muss die Miete bezahlt werden und dann kommen noch Kinder und dann hängt man da so drin und weiß ganz schwer, da wieder rauszukommen. Es gibt so zwei Motivationen. Das eine schiebt von hinten und das andere zieht. Also diese eigentliche Begabung oder wenn wir wirklich eine Idee haben, was gar nicht so viele Menschen haben, was wir wirklich machen wollen, also in dem Fall eben das Singen. Ja, da ist sie da. Toll, ja, wirklich. Da weiß man, wo es hingeht. Ja, da will was raus. Und schwieriger ist das, wenn es von hinten schiebt. Das sind dann meistens Krisen oder wirklich große Verlusterfahrungen, Beziehungen, die sich trennen, Krankheiten. Und die schieben dann eher von hinten, wo man weiß, man muss jetzt was ändern und weiß aber nicht, wohin. Das ist so die Dimension, in der wir uns bewegen. Und manchmal zieht und schiebt es gleichzeitig. Mhm. Frau Schmidt, Sie haben irgendwann gemerkt, mit Ihrem linken Auge, glaube ich, war es, stimmt was nicht. Was, in welcher Situation haben Sie das gemerkt? Ich hatte dortmals ein Duo am Start und wir hatten gerade einen Flyer fertig gemacht. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe auf dem einen Auge nicht mehr wirklich gut sehen können. Ja. Und
Ja gut, dann kam erst so das übliche, mal irgendwas reingebracht, vielleicht brauche ich auch eine Brille, bin zum Optiker gegangen und irgendwann war ich dann bei meinem Arzt, der meinte, ich soll zum Neurologen gehen. Und der meinte dann, gut, wir tun sie jetzt erstmal in die Klinik, es kann sein, dass es ein Zeckenbiss ist, vielleicht ist es aber auch Multiple Sklerose. Und dann kam ich in die Klinik und dann haben die Nervenwasser abgenommen, um das halt auch wirklich festzustellen und MRT wurde gemacht. Und da wurde eben auch festgestellt, dass ich Multiple Sklerose habe, aber das auch nicht erst seit kurzem, sondern auch schon, war dann auch schon länger zu dem Zeitpunkt. Was haben Sie dann vom Arzt oder auch durch eigene Informationen erfahren, was das im Leben verändern kann, diese Krankheit, Multiple Sklerose, MS? Also diese Information kam jetzt von heute auf morgen. Das war natürlich, erstmal hat man sich gefragt, was ist das? Ich habe mich erkundigt. Mhm. Aber natürlich braucht man dann auch eine gewisse Zeit. Und dann versucht man sich immer mehr intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann war für mich so, es war natürlich erstmal ein Schwall. Mhm. Und dann kam für mich einfach so eine Angst. Also einfach zu wissen, ich hatte schubförmige MS und man weiß, also Multiple Sklerose ist die Krankheit mit 1000 Gesichtern, man weiß nie, wie sie verläuft. Und für mich war es dann schon so, dass ich gedacht habe, okay, also es kann jetzt, ab heute kann alles passieren. Also ich habe natürlich gelesen, es kann sein, dass man vielleicht etwas nicht mehr richtig spüren kann. Dann habe ich gelesen, okay, im schlimmsten Fall kann es sein, dass du nicht mehr laufen kannst, dass du im Rollstuhl sitzen musst oder dass du vielleicht auch nicht mal flüssig sprechen kannst oder es gibt nicht, also 1000 verschiedene Dinge, die man dann gelesen hat und dann kam für mich eigentlich so der Punkt. Wovor hatten Sie denn Angst? Vor dieser Ohnmacht nicht zu wissen, was kommt oder wovor? Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr das machen kann, wofür ich eigentlich lebe. Also das war ein unglaublicher Druck in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, okay, kann mir ja keiner sagen, sind jetzt noch ein paar Monate, habe ich Jahre, vielleicht merke ich auch gar nichts, bis ich 60 bin. Aber in dem Moment konnte ich das nicht wirklich so erkennen. In dem Moment war das für mich eigentlich nur ein Druck, wo ich gesagt habe, so, ich habe es immer versucht, meiner Familie recht zu machen. Mhm. Ich wollte natürlich auch von denen die Aufmerksamkeit haben und wissen, okay, ich habe jetzt Bürokauffrau gelernt, ich mache eine coole Karriere und man möchte ja auch als Kind es den Eltern einfach auch recht machen oder vielleicht auch dem Umfeld recht machen. Aber da sind wir ja genau bei dieser Frage. Wenn Sie sich da diese Frage gestellt haben, wie lange kann ich noch das machen, wofür ich eigentlich lebe? Genau, und dann habe ich mir gedacht, so jetzt. Also ich hatte ja immer mit dem Gedanken gespielt, ich habe es immer rausgeschoben, gedacht, na jetzt mache ich nochmal das, ich probiere das nochmal aus. Dann vielleicht da nochmal den Aufgabenbereich, aber dann an dem Punkt war für mich dann ein Ende, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich, was möchtest du wirklich? Und was war Ihre Antwort auf das, was möchte ich wirklich? Ich möchte einfach Sängerin sein, Musik machen und glücklich sein. Das war für mich an allererster Stelle. Und dann war es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich sage, ich möchte es einfach nicht mehr dem Außen recht machen, sondern mir selber recht machen. Und ich möchte jeden Tag, und das war ab diesem Zeitpunkt so, dass ich möchte jeden Tag in den Spiegel schauen und möchte mir jeden Tag sagen können, ja, ich habe keine Bauchschmerzen bei dem, was ich tue. Ich liebe das, was ich da mache und es macht mich glücklich, egal wie. Erstmal vielen Dank, dass Sie über diese Zeit so offen hier sprechen. Sie haben sich dann zum Beispiel als Konsequenz für 2.300 Euro einen Wohnwagen gekauft. Das kam dann, ja, ich wollte diese Flexibilität haben. Ich wollte wissen, okay, du gehst jetzt da Richtung München, wenn das musikalisch dort nicht funktioniert, dann habe ich nicht so einen langen Rattenschwanz, der sich hinterherzieht, sondern ich kann sagen, okay, dann packe ich wieder zusammen und gehe einfach in einen anderen Ort. Weniger Druck, weniger finanzieller Druck, weniger Belastung. Genau, und Flexibilität. Wenn Sie sich aus einer Wohnung mit ganz vielen Sachen verkleinern, dann sortiert man ja auch. War das auch ein Punkt, dass Sie sich überlegt haben, was ist mir wichtig und was nicht? Das kam dann, danach, dass ich mir gedacht habe, weil ich wusste natürlich, okay, der Platz ist begrenzt und ich habe mir vorgestellt, okay, du gehst jetzt auf eine einsame Insel, du hast nur so und so viel Platz und was ist dir am liebsten? Und genau nach dem Prinzip habe ich den Wohnwagen eingeräumt. Können Sie sich das vorstellen, heute noch so auf so kleinem Raum, ganz reduziert, im Wohnwagen zum Beispiel als Wohnung zu leben? Ich bin ja so groß geworden, das hat natürlich geprägt. Ich sage immer, vorstellen kannst du ja alles. Möchte ich das, dann sage ich eher nein. Also klar, und natürlich, wenn Frau Schmidt erzählt, ist erstmal großer Respekt für das, was sie gemacht hat, weil sie ja sich getraut hat zu springen, eben ihr Ding zu machen. Mhm. Aber ich müsste dazu sagen, das ist genau das, wo ich jeden Tag immer wieder merke, dass diese Entscheidung, warum ich das mache, genau die richtige war, weil
ich eben sagen kann, okay, ich brenne dafür. Und genau diese Entbehrungen, die ich habe, die fallen für mich überhaupt nicht ins Gewicht, weil für mich ist so wichtig, dass ich eben dieses Glücksgefühl spüre und dass ich halt eben das mache. Aber natürlich nervt es manchmal. Natürlich, ich würde lügen, wenn ich sage, es nervt mich nicht, dass ich meine Toilette ausleeren muss. Aber nichtsdestotrotz, wenn mich jetzt jemand fragt, wie lange machst du das jetzt noch? Machst du das noch 10 Jahre? Dann sage ich, du, wenn ich morgen, wenn mein Bauch mir morgen sagt, du, das ist doch nicht mehr das Richtige, dann habe ich die Freiheit zu sagen, ja, ich habe die Wahl. Zu sagen, entweder mache ich das oder mache ich das. Wenn uns vorausgesetzt, uns drücken keine Existenzsorgen, ist dann weniger manchmal mehr im Leben? Es kommt darauf an, von was weniger. Ja. Also ja. Gegenstände, Konsumartikel, wie es so schön heißt, ist eigentlich oft besser, wenn man weniger hat. Wir konsumieren oft aus Frust, weil wir eben nicht das tun, was wir machen wollen. Und bei vielen Leuten, die dann das Leben ändern, die erzählen mir immer wieder, ich habe dann komplett aufgehört mit diesem sinnlosen Konsum. Das ist, ohne dass sie jetzt drüber nachgedacht hätten. Also das stellt sich automatisch ein. Und wir haben lange erzählt bekommen, viel haben wäre toll. Und unsere Wohnungen sind oft vollgestopft damit. Und es gibt mittlerweile Aufräumcoaches. Und da merkt man schon, die Leute werden dem selber nicht mehr her. Und es ist oft eine Flucht. Davor sich, also dann auch mit, man schafft sich Geldsorgen, weil man so viel konsumiert, statt zu sagen, okay, ich will jetzt wirklich was anderes tun. Was ich sehr interessant bei der Geschichte auch finde, ist das Umfeld. Das ist ein unglaublicher Punkt in Bezug auf Veränderungen im Leben oder zu leben, wie man möchte, weil auch das gesamte Umfeld ist natürlich irgendwie in Zwängen drin. Und wenn sich einer dann traut, dann gibt es so eine Gegenwehr von allen. Wie haben die denn reagiert? Wie haben denn zum Beispiel ihre Eltern reagiert, als sie gesagt haben, ich gehe jetzt in den Wohnwagen? Sie können sich vorstellen, dass da die Begeisterung nicht wirklich groß war. Die waren natürlich schockiert. Also mein Umfeld, sagen wir mal zu 99,9% war wirklich schockiert. Biene, das kannst du nicht machen. Was sagen die Leute auch so in der Richtung? So, was sagen die Leute jetzt, die Biene im Wohnwagen und als nächstes kommt sie auf die Straße oder lebt sie auf der, so in der Richtung? Also es war schon echt eine große Negativwelle, die da erstmal, oder eine, ja, die waren geschockt und haben, ja, wie willst du das machen? Und ich meine, unterm Strich haben sie recht gehabt. Ich habe den Wohnwagen gekauft und habe dann erst im Nachhinein gemerkt, dass ich gar keine Anhängerkupplung habe. Aber ich habe mir gedacht, die Flexibilität, auch nicht schlecht, oder? Ja, ja. Die Flexibilität, dass ich mir halt jemand hole, der den Wohnwagen von A nach B fährt, ja. Denke ich mir, das schaffe ich dann schon irgendwie. Aber trotz alledem gab es, glaube ich, nur einen Freund von mir, der mir wirklich zugesprochen hat und gesagt hat, Biene, wenn es irgendjemand schafft, dann du. Und Hauptsache, du weißt, wofür du das tust. Und am Ende des Tages habe ich mir gedacht, ich ziehe das jetzt durch. Und wenn ich es ausprobiere und ich merke, es funktioniert, dann kann ich immer noch wieder verkaufen. Sie sind einiges losgeworden an Gegenständen, aber Ihr Leben ist auch reicher geworden in vielfacher Hinsicht. Ein Partner ist dazugekommen, der auch gleichzeitig Gesangspartner ist. Theo Smith ist übrigens auch da. Herzlich willkommen hier bei uns. Wie wichtig ist es für Sie, auch jemanden an der Seite zu haben? Das ist toll. Vor allem, ich hatte eine Anzeige geschaltet. Ich habe Musikerkollegen gesucht. Joe hat sich gemeldet. Und wir haben nicht nur musikalisch wirklich 110% zusammengefunden, sondern er hat einfach auch toleriert, wie ich lebe. Und war einfach auch offen. Und das war schön, auch was die MS angeht, war er offen. Und das war einfach die Jahre zuvor schon hin und wieder mal so ein Punkt, wo es mir schwer gemacht wurde. Also am Ende war das schön, dass jeder den anderen so nimmt, wie er ist. Die Offenheit und einfach die Toleranz für das Leben des anderen. Und natürlich haben wir beide das gleiche Herzblut, die Musik. Mhm. Und von daher Welche passt Rolle das gut. Spielt denn die Krankheit im Moment in Ihrem Leben? Ich sage mal, die MS ist für mich ein ungebetener Gast, der vor meinem Haus sitzt. Ich grüße ihn täglich, aber ich lasse ihn nicht in mein Haus. Und das ist so ein Satz, der begleitet mich, seit ich die Diagnose habe. Also das heißt, ich lebe gesund, ich ernähre mich gesund, ich bewege mich viel. Ich achte wirklich auf mein Inneres. Es ist für meine MS, sage ich jetzt mal, wie ich sie jetzt habe, ist das ganz wichtig. Da kann ich nur für mich sprechen, dass ich merke, wenn ich innerlich aufgeräumt bin, wenn ich keinen Ballast habe, wenn ich mich gut fühle, wenn ich keinen Druck habe, dann geht es mir am besten. Und das ist so, dass ich natürlich immer wieder hinterfrage, bist du glücklich? Und das ist was, wo ich einfach auch manche Tage, sicherlich bin ich im Stress, vergesse ich es wieder, aber grundsätzlich will ich darauf achten oder achte ich darauf, dass ich mich immer wieder frage, bist du glücklich? Erstmal muss man sagen, wir alle wissen ja nicht, wie wir reagieren würden, wenn uns so eine Krankheit erwischt. Erstmal Respekt dafür, wie Sie damit umgehen. Danke. Ich glaube, das können wir erstmal alle sagen. Es gibt
Es gibt einen Nachtcafé-Podcast auch, der hat den Titel Das wahre Leben. Und am Ende frage ich da jeden Gast immer nach all den Erfahrungen, die Menschen im Leben gemacht haben, was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Wie würden Sie antworten? Was ist heute wichtig für Sie? Dass ich glücklich bin. Vielen Dank. Sabine Schmidt. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Wie sehr orientieren wir uns auch nach gesellschaftlichen Normen in unserem Leben und nach dem Bild, das andere haben, was ein gutes Leben eigentlich ausmacht? Enorm. Also wir sind Gruppenwesen, wir Menschen, Gesellschaftswesen, und die Werte, in die wir hineingeboren werden, die Kulturwerte, die sind entscheidend. Also unser ganzes Gehirn vernetzt sich erst nach der Geburt, und diese Kultur und was ist gut, wir wollen in der Gruppe eine gute Position haben, und danach richten wir uns aus in unserer Kindheit, und das wird Teil unseres Neuronennetzwerkes, und deswegen werden wir es auch so schwer los. Wenn wir über gesellschaftliche Normen reden, dann gibt es die ja auch in Beziehungen und in der Art, wie wir Beziehungen führen. Und da gibt es zwar diverse Modelle heute schon, aber man kann immer noch sagen, die einen sind etablierter als die anderen. Sie beide sind beide bisexuell und führen eine polyamore Beziehung. Genau. Ich glaube, nicht jeder weiß, was das ist. Wie würden Sie, Herr Pütz, das übersetzen? Was ist denn eine polyamore Beziehung? Naja, monoamore Beziehungen leben die meisten Menschen, indem sie einen Partner, Partnerin haben, egal ob jetzt homo- oder heterosexuell. Und wir sind einfach offen dafür, Menschen zu lieben. Einerseits wegen dem bisexuell beiderlei Geschlechts, wobei ich würde das für mich heute korrigieren, als pansexuell Menschen jeglichen Geschlechts. Das gab es aber, als ich das für mich entdeckt habe, noch nicht, den Begriff. Und eben auch offen, das gleichzeitig zu tun. Und nicht nur sexuell zu lieben, sondern eben zu lieben. Also wir alle lieben Menschen unterschiedlich. Unsere Kinder, unsere Partner, unsere Eltern. Warum soll man nicht auch Menschen gleichzeitig lieben können? Und das ist Polyamor, wenn man das versucht gleichzeitig. Nicht zu verwechseln mit Polygam. Ja, das ist dann das, was die meisten Menschen denken. Ich habe zwei Frauen oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es kommt schon auch auf die Liebe an. Ja, also die Offenheit. Natürlich, die geht Liebe, nur um die Liebe. Genau. Dass man offen dafür ist, Menschen begegnen zu können. Ja. Und die Beziehung oder die Begegnung so zu gestalten, wie sie sich anfühlt. Das kann auch Liebe sein oder sich zu Liebe entwickeln. Ja, Frau Maino, Sie waren vorher schon verheiratet, drei Kinder. Hatten Sie denn vorher schon das Gefühl, dass diese Mono-Beziehung, also die monogame Beziehung, wo man mit einem Partner zusammen ist, vielleicht Ihnen gar nicht so entspricht? Schwer zu beantworten. Schwer zu beantworten, weil also ich wusste immer, dass ich bisexuell bin. Ja, also die Anziehungskraft zu Frauen. Und genau, ich habe mich in auch in Frauen verliebt. Ja. Aber dann habe ich mich in meinen Ex-Mann verliebt. Und wir wussten auch schnell, dass wir Familie haben wollen. Und dann stand Familie im Vordergrund. Und wir waren leidenschaftliche Eltern auch. Und dann war das Hauptthema. Also das andere war das andere ist einfach nach hinten gerückt. Ja. Die Eltern, die Kinder kamen nach und nach. Sie hatten Kopf für ganz andere Sachen. Genau. Kann man so sagen. Genau. Irgendwann haben Sie sich dann aber von Ihrem ersten Mann getrennt. Genau. Und haben noch mal gefragt, wo stehe ich denn jetzt? Was für eine Antwort haben Sie sich denn dann gegeben? Ich hatte den Link des bisexuellen Netzwerks schon immer in meiner Lesezeichenliste. Und habe dann danach geschaut und habe geschaut, wo ein Stammtisch ist, und bin dann nach 80 Kilometer weit gefahren zu einem Stammtisch. Bin so dreimal um den Block gefahren, ne? So Herzklopfen. Oh. Das war richtig, man hat es gehört. Ja, das und, Herz. Und bin dann dahin, und die Leute waren zwar irgendwie schräg, aber wir haben im Verein, also im bisexuellen Netzwerk, so ein Journal, das nennt sich Bijou. Und dann bekam ich das, und da war ein Artikel von einem jungen Mann, der von seinem ersten Bi-Treffen erzählt hat. Mhm. Weil es gibt zweimal, mittlerweile drei oder viermal im Jahr, bundesweite Treffen. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, habe mich da angemeldet und bin ganz alleine hingefahren. Und auf solch einem Treffen haben Sie ja auch Herrn Pütz. Wie war denn der erste Eindruck von Ihnen, wenn Sie das noch mal so zurückholen?
Er gehörte damals, so wie auch jetzt, zu den Organisatoren und stand einfach im Mittelpunkt. Und ich habe noch so gedacht, finde ich cool. Ja. Ja. Und wir haben so ein Ritual. Es gibt am letzten Tag dann ein Schildkrötenfeedback. Dann kriegt man so ein DIN A3-Blatt auf den Rücken geklebt. Und jeder schreibt anonym irgendwelche positiven Feedbacks drauf. Und dann habe ich schon bei dem ersten ihm draufgeschrieben, you're on my list. You're on my list. Du bist auf meiner Liste. Hört sich einfach wie eine halbe Drohung an. Naja, so ein bisschen so wie so eine Tanzkarte. Ne? Also mit dir möchte ich auch mal tanzen. Ja, und war Ihnen auch klar, dass Sie mit ihr mal tanzen möchten? Man gleicht das ja, also man die Feedbacks dann ab. Und ich habe dann überlegt, wer konnte das gewesen sein. Mhm. Tatsächlich ist es mir am Anfang nicht wirklich so aufgefallen, weil ich seit über 30 Jahren diese Treffen organisiere und oder mitorganisiere und da so viel mit Menschen zusammen bin, mit denen ich entweder tragfähige Beziehungen hatte noch habe oder die einfach sehr, sehr gute Freunde sind und ich wenig Auge und Ohren dafür neue hatte. Das hat sich jetzt geändert. Es hat ja auch eine Zeit gedauert, bis Sie sich näher gekommen sind. Als Sie dann aber mal alleine waren, also wirklich alleine, hat sie da gleich erwischt oder wie würden Sie es beschreiben? Ja, also ja, als wir dann alleine waren, ne, wir hatten dann nach so einem Treffen so ein bisschen über Facebook hin und her geschrieben und mal Video phoniert, wie man das so schön nennt mittlerweile, und uns dann verabredet. Und nach dem ersten Wochenende waren wir beide hin und weg und waren völlig verliebt. Ja. Kann man doch mal so sagen. Nun ist es ja so, Sie haben nicht nur 30 Jahre diese Treffen organisiert, Sie waren auch schon mal verheiratet, hatten aber viel Erfahrung mit polyamoren Beziehungen. Also auch die Beziehung zu Ihrer ersten Frau war polyamor. Sie hatten sechs Kinder auch zusammen. Und in der Zeit, korrigieren Sie mich, aber war es so, dass als Sie sich kennengelernt hatten, hatten Sie eine feste Beziehung und vier Freundinnen. Als was war sie denn jetzt geplant? Als fünfte Freundin oder zweite feste Beziehung? Nur um also, das so reinzubauen. Ich weiß nicht, wie das andere polyamore Leben, also ich unterhalte mich natürlich viel darüber, aber es ist nie irgendwas geplant. Ach. Man begegnet Menschen und ich hatte mir damals gesagt, ich möchte mich gerne noch mal verlieben. Ja. Und dann habe ich mich verliebt. Also, dann haben Sie gedacht, dann gucken wir mal, was wird. Ja? Und das war Zufall, dass es sie war, dass es eine Frau war. Es war einfach, ja, vielleicht vorbestimmt oder so. Sie hatten ja eine feste Beziehung. Wie hat diese Frau denn reagiert? War die so froh, dass jetzt sie da auf der Bildfläche erschien und sie, ja, also auch das Herzklopfen da war und so weiter? Also erstmal ist es nie irgendwas Heimliches. Das heißt, alle Menschen, mit denen ich irgendwelche Beziehungen habe oder auch sie jetzt hat, wissen voneinander und auch, worauf sie sich einlassen. Und wenn sie entscheiden, der Mensch ist das wert, eine Beziehung mit dem einzugehen, dann muss man gucken, was daraus passiert. Also manche Beziehungen halten Jahre, Jahrzehnte und manche halten nur ein Jahr und dann sucht man sich einen neuen Partner. Also die sind seriell monogam und wir sind... Ja, aber das war jetzt noch nicht so eine klare Antwort. Wie haben Sie das denn empfunden, dann in sowas, also in diese Konstellation reinzukommen, Frau Meinhof? Also ich habe das zuerst mal überhaupt nicht in Frage gestellt, weil ich wusste, auf was ich mich einlasse. Ja, so war wie mir Sie klar, sagen, die genau. Voraussetzungen sind klar. Ja, es war klar, das ist ein polyamorer Mann. Und für mich hat das dann bedeutet, wow, da sind Beziehungen möglich, wie ich sie vorher nicht kannte. Mhm. Ja, also vorher bin ich in einem Umfeld groß geworden, wo es klar war, wenn ich jemand anderes spannender finde oder überhaupt spannend, bedeutet das, dass es vielleicht Eifersucht auslöst oder dass ich mich von meinem damaligen Partner trennen müsste. Und jetzt war klar, okay, da ist ein Mann, in den kann ich verliebt sein. Das ändert aber nichts daran, dass ich andere Menschen auch spannend finden kann. Ja, aber ich frage mich jetzt trotzdem, wenn Sie sagen, Ihr Herz hat richtig geklopft und Sie hatten ja noch keine Erfahrung mit solchen Beziehungen und Sie fanden es spannend, aber war dann da, als Sie sich näher gekommen sind, manchmal doch sowas, der Kopf kann einem ja viel erzählen, dass man sich so ein bisschen Exklusivität wünscht? Also, das,
Nee, das war am Anfang nicht so. Am Anfang quasi. Nein. So. Also dass ich das überhaupt nicht in Frage gestellt habe, mhm. ja, weil mhm. wir auch weit voneinander entfernt gewohnt haben mhm. und uns ohnehin mhm. nur alle 3 Wochen gesehen haben. Okay. Mhm. Das heißt, wenn wir uns gesehen haben, hatte ich die Exklusivität. Mhm. Ja? Wie ist denn die Frau dann damit umgegangen, die feste Partnerin? Sie sagen ja, es ist ein offener Umgang. Ne? Man spricht offen darüber. Also, wie schwer war es? Erstmal das mit den festen Partnern. Also ja. meine Beziehungen sind nicht durchnummeriert und ihre auch nicht. Ja. Das heißt, keine Nummer 1, 2, 3 Beziehungen. Wollen wir ihren Namen geben, ob der jetzt... Nein, na gut, aber die Frau, mit der ich damals zusammengelebt habe, der habe ich das erzählt oder die kannte sie auch. Die war nämlich mit auf den Treffen. Also ich muss mal so sagen, die hat mich sogar auf sie aufmerksam gemacht und gesagt, das ist doch genau dein Typ. Und so, ja, also die hat mir die aber auch gegönnt, ja, ich war nicht eifersüchtig oder das ist ja ein Teil der Beziehung, zu sagen, ich lass dich frei, ich sperre dich nicht in den Käfig und ich sag nicht irgendwie, du bist meins, sondern, also wir dürfen alle Menschen lieben, ja, unsere Kinder und alle möglichen Menschen, aber eben keinen exklusiven Partner. Sie hat exklusiv alle meine Liebe, die ich für sie habe. Mhm. Und wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, einen Mann oder eine Frau, dann kriegt derjenige die Liebe, die für ihn da ist. Also war dieses Verliebtheitsgefühl, das Sie für Sie empfunden haben, auf Dauer auch für die andere Frau kein Problem, mit der Sie zusammengelebt haben? Doch. 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 Es war dann letztendlich, aber das war nicht die Tatsache, dass ich eine weitere Beziehung war, mhm. sondern es war die Tatsache, dass ich eine Form von Liebe bekommen habe, die sie sich auch gewünscht hätte. Ja, also nicht die Gleichzeitigkeit, sondern die große Liebe, die dann da war. Und die im Laufe der Zeit auch immer mehr gewachsen ist. Und das hat dann dazu geführt, dass sich die damalige Partnerin dann irgendwann von uns verabschiedet hat, mhm. weil wir dann auch eine Weile dann irgendwie das zu dritt in Beziehung waren. Um dann 1,5 Jahre später wiederzukommen und zu sagen, ich habe euch vermisst, ihr habt mir gefehlt. Ja, und sie ist jetzt einfach eine sehr, sehr enge, sehr nahe Freundin. Also ich höre raus, das Wichtige ist einfach eine Offenheit im Umgang miteinander und so weiter. Wenn Sie das hören, jetzt zum Beispiel auch Frau Schmidt, könnten Sie sich sowas vorstellen in Ihrer Beziehung, so eine Konstellation? Wenn ich so reinfühle, dann... Würde mich das interessieren, ob das auch dann so, ob da nicht so ein Kribbeln mit dabei ist, wenn er sich mit einer anderen Frau trifft und sie sind jetzt zu Hause und macht das dann nicht so ab und zu mal so dieses, dass man halt eben so ein bisschen Eifersucht. Vielleicht ist es auch mein Ding, dass ich sage, ich bin vielleicht nicht auf dieser seelischen Ebene, dass ich nicht komplett loslassen könnte. Ich wäre dann irgendwie auch noch so, dass ich sagen würde, nee. Ich bin auch manchmal eifersüchtig, wenn sie zu ihrem Freund oder ihrer Freundin geht. Schon. Ja, aber Eifersucht ist ja nichts Schlimmes. Mhm. Das ist ja eine Art, also in verschiedenen Punkten. Ne? Einmal, ich vermisse sie, ja? Ich möchte gerne Zeit mit ihr verbringen. Aber die Emotionen, die sie mit dem Mann oder mit der Frau teilt, die teilt sie ja nicht mit mir, weil sie eine ganz andere Art von Beziehung haben. Also worauf soll ich eifersüchtig sein? Bei mir hat es einfach angefangen, als ich angefangen gemerkt habe, ich habe eine Frauenbeziehung, dann habe ich irgendwie mal Männer kennengelernt und dann habe ich gedacht, oh, das ist was ganz anderes. Und dann kommt der gesellschaftliche Schluss, ne? Wir müssen uns entscheiden und dann habe ich einfach gesagt, nee, ich entscheide mich aber dafür, ja, mhm. Männer und Frauen zu lieben oder heute sage ich Menschen zu lieben mhm. und das geht nicht, das geht natürlich auch seriell oder nacheinander, ja, ich möchte aber gerne gleichzeitig machen. Könnten Sie sich's vorstellen? Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich gebe es zu. Ich habe 4 Königspudel. Und, 4 Königspudel? Ja, ich habe 4 Königspudel. Okay, und alles Rüden. Ja. Und ich habe gerade überlegt und ich kriege manchmal den Vorwurf, dass ich meinen Erstgeborenen, der heißt Ego, bevorzuge, weil der halt der Erste ist. Und da habe ich jetzt gerade gedacht, könnte ich eifersuchtslos, wie Sie fragten, gibt es eine Erstfrau, Zweitfrau? So dachte ich so, weil ich habe einen Ersthund und ist dann auch ein bisschen unfair. Nein, das wäre nichts für mich. Wäre nichts für Sie. Ich kann schlecht teilen. Welche? Ja, aber trotzdem lieben Sie alle Hunde. Ich liebe alle Hunde, absolut. Und auch unterschiedlich. Absolut. Sind die Hunde eifersüchtig?
untereinander total. Wenn nach Hause kommen, ist Party angesagt. Aber darf zuerst. Wenn Sie es schon so ansprechen, was kann denn entstehen in dieser Form der Beziehung? Welche Themen können aufkommen? Eifersucht, Loyalität vielleicht, Exklusivität? Also das zentrale Thema ist die Verlustangst. Ja. Also das Problem, wir sind Gruppenwesen, weil wir andere brauchen. Und zwar nicht nur, wenn es uns schick gut geht, sondern wenn es uns schlecht geht. Und wer bleibt denn da? Und wer steht denn für mich ein? Von dieser Gruppe, die da alle einander lieben. Jetzt haben sie 6 Kinder großgezogen, Hut ab ja, dafür. Also sie scheinen ja jemand zu sein, der sehr verantwortungsvoll dann damit umgeht. Aber prinzipiell ist eben hinter der Eifersucht die Verlustangst. Und nicht unbegründet, für uns sind die anderen überlebenswichtig. Eben gerade auch, dass man füreinander einsteht, wenn es so nicht gut läuft. Und das kann funktionieren, man muss sehr, sehr selbstreif sein. Man muss eben diese Eifersüchteleien, auch die Vergleiche, die wir machen, wir vergleichen uns immer. Das ist das Prinzip der Gruppe. Gruppen funktionieren immer in Hierarchien. Und wo stehen wir da? Also die Gruppe dieser vielen Liebenden vergleicht sich natürlich unbewusst auch und hat immer Angst, man könnte jetzt an einer sehr unteren Stelle stehen und wird dann vielleicht alleine gelassen. Genau, aber es ist eine Gruppe. Und in der Gruppe ist immer jemand da, meistens sogar 2, 3. Mhm. Was die Grundvoraussetzung ist, ist Ehrlichkeit, Offenheit und eine gute Kommunikation. Aber wie und das sollte aber die Grundlage von jeder Beziehung sein. Ja, ich will noch einen Punkt. Also Eifersucht hat ja auch was mit Verlustangst zu tun. Aber Eifersucht ist auch ein Indikator für mich. Es gibt offensichtlich Bedürfnisse in mir, die gerade nicht erfüllt sind. Mhm. Ja, und ne, weil Sie vorhin gefragt haben, wie ist es, wenn er sich mit einer Freundin trifft und ich bin vielleicht alleine zu Hause? Mir geht es dann schlecht, wenn ich nicht für mich sorge. Mhm. Ja? Aber wenn ich schaue, dass meine Bedürfnisse, wie auch immer die gerade sind, erfüllt sind, dann kann ich ihm das voll und ganz gönnen und mich mitfreuen. Wie reagieren Sie denn, wenn Sie spüren, Sie treffen sich jetzt zum Beispiel mit einem anderen Mann und er ist eifersüchtig und Sie merken das und er sagt es dann wahrscheinlich ja auch, so wie Sie sagen, es ist ja Offenheit wichtig. Schalten Sie dann vielleicht auch mal einen Gang zurück mit dem anderen Mann? Also wie reagieren Sie dann? Eifersucht in mir zu spüren, finde ich leichter, als Eifersucht im Gegenüber auszuhalten. Ja, also das sind schon mal 2 Sachen. Interessant. Weil mit meiner eigenen Eifersucht kann ich bei mir nachspüren, beim Gegenüber, die beim Gegenüber zu lassen und zu sagen, ich sehe, dass es da Bedürfnisse in dir gibt, für die ich mich aber gerade im Moment nicht zuständig fühle. Mhm. Das finde ich unglaublich schwer. Ja, und das ist ein Lernprozess. Und wie Peter gerade gesagt hat, Kommunikation und Kommunikation und Kommunikation und miteinander reden. Also es ist schon aufwendig, das Ganze, muss man sagen. Ne? Ja. Ja. Aber es ist auch vielfältiger. Ja, offensichtlich. Was würden Sie trotzdem noch sagen, welche Regeln gibt es bei Ihnen vielleicht auch im Zusammenleben? Gibt es da was? Ist das Ehebett exklusiv beispielsweise? Ja. Das ist exklusiv. Ja. Also es gibt schon so einen Raum, der dann nur ihr ist. Also es gibt einen Raum, der nur uns ist. Ja. Und was eine Regel ist, ist, dass wir das im Vorfeld miteinander besprechen. Mhm. Ja. So, dass es keine Heimlichkeit gibt. Das ist eine Regel. Und das ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal herausfordernd, sag ich mal. Ja. Weil das kann auch mal irgendwo kribbeln. Aber trotzdem ist das eine der Regeln. Ja, aber ansonsten gibt es keine ehernen Regeln, sondern... Aber es hört sich auch wieder an, weil wenn es ums Ehebett geht, dass es nur um Sexualität geht. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern ich will einfach wissen, wen sie liebt oder wen sie begehrt oder mit wem sie Zeit verbringt. Sie hat seit Jahrzehnten eine Freundin, die sie liebt, mit der sexuell überhaupt nichts ist, aber die sie sehr eng verbunden ist und sehr eng in Kontakt sind. Und manchmal, wenn sie eben lange mit ihr telefoniert, dann denke ich auch, wann ist heute Abend Zeit für mich? Aber das ist ja wieder so ein Ding, wenn ich sage, dass sie für mich zuständig sein soll und meine Langeweile bekämpfen wird, dann ist ja bei mir was falsch, nicht bei ihr. Aber ich glaube, das haben Sie deutlich gemacht, dass es nicht nur um Sexualität geht, sondern die Offenheit den Menschen gegenüber mit allen Gefühlen, die dann da auch dazugehören. Jetzt sitzen Sie beide aber hier. Was macht Sie als Paar aus? Was macht Sie vielleicht auch als Paar stark, Herr Pütz? Wie würden Sie es sagen? Dass wir
also dass ich sie unheimlich bewundere in ganz vielen Stärken, also die sie hat, dass sie geduldig ist, dass sie zuhören kann und dass wir zusammen, wenn wir zusammen arbeiten in unserer Firma, dann, dann sind wir beide viel mehr als zwei. Wir sind dann drei oder dreieinhalb. Mhm. Und da kann ich sie unheimlich bewundern und lieben und dann ergänzt sie mich oder ich sie und das ist ganz exklusiv. Und wenn Sie das beschreiben, diese Offenheit, diese Vielfalt auch an Beziehungen, wir haben gerade auch über die Frage gesprochen, wie organisieren wir unser Leben, wie leben wir denn? In Ihrer Idealvorstellung ist es dann ein großes Haus, wo all die Menschen auch aus- und eingehen können? Oder wie, was hätten Sie da im Kopf? So ungefähr. Ja? Ja? Also wir leben im Moment alleine in einem kleinen Häuschen mit großem Garten. Aber wir träumen schon davon, in einem großen Haus und in einer Gemeinschaft zu leben, wo tatsächlich auch Menschen, die wir lieben, mit dabei leben würden. Ja. Wie will ich leben? Vielen Dank, dass Sie da sind. Herr Limbeck, Sie wussten schon sehr früh, Sie haben Ziele. Und zwar zum Beispiel das Ziel, Millionär zu sein und einen Porsche zu haben. Wann haben Sie sich in welchem Alter haben Sie sich diese Ziele erfüllt? Meine ersten Millionen hatte ich mit 34 und meinen ersten 911 habe ich auch mit 34 gekauft. Und meine Mutter behauptet heute noch, ich wäre mit 6 Jahren auf dem Campingplatz rumgelaufen und hätte das schon jedem erzählt. Also ich bin auf dem Campingplatz groß geworden, also meine komplette Kindheit dort verbracht, alle Ferien. Wir sind noch mit dem Wohnwagen, 3,50 Meter, 1700er Rekord nach El Toro Bravo, 3 Kinder, ich bin der letzte von dreien, meine Oma, Dackel, Vorzelt. Ich sah immer aus wie ein Krebs und Lobster. Würden Sie sagen, Sie sehen so aus, so machermäßig, jeder ist seines Glückes Schmied? Ich glaube schon, dass du dein Leben selbst in die Hand nehmen kannst. Meine Karriere war aufgebaut von Mangel, von was weg. Ich war der kleine, dicke Junge auf dem Campingplatz. Ich war in der Gruppe der Außenseiter. Da gab es diesen reichen Jungen. Der Vater hatte einen Öl- und Kohlehandel. Und der fuhr schon eine Shopper, der hat die teuersten Sachen an. Ich war so ein Mitläufer. Ich war in nichts so richtig gut. Und ich habe oft Glück gehabt in meinem Leben, weil ich gute Menschen kennengelernt habe. Und da war ein Marktleiter eines Rewes auch auf diesem Campingplatz. Und der hat mich mit zum Angeln genommen. Und da habe ich mein erstes Talent entdeckt, so ich bin gut im Angeln. Also da hatten Sie was Besonderes. Genau, aber da wollte ich dann auch schon gewinnen. Ich wollte die größten Fische fangen. Okay, also der Ehrgeiz war da. aber das heißt, so wie ich das raushöre, nicht so richtig gut, eher Außenseiter, nicht bei den Leuten, die ganz vorne dabei waren. War der Drang dann also schon, ich will nach vorne, ich will nach oben? War das so ein Antrieb dann? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe auch viel gemacht natürlich auch mit vielen Sachen heute. Ich habe NLP gemacht, ich habe eine Aufstellung gemacht, ich habe mit Heilern gearbeitet. Aber ich wollte immer wissen, warum ich so bin, wie ich bin. Und ich war schon immer so, wenn alle eben eine Schwarzlederjacke hatten, hatte ich eine grüne. Mhm. Wenn alle Golf GTI gefahren sind, bin ich einen Jeep gefahren. Ich kann das nicht erklären, das ist irgendwie in meiner DNA drin und irgendwann hat sich halt entwickelt. Wenn alle sagen, das schaffst du nicht, das war für mich so ein Motivator wie, sag's nochmal. Mhm. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, also Ihre Eltern kommen auch aus dem Ruhrgebiet, aus Bergarbeiterfamilien. Ihr Vater war auch unter Tage Schweißer gelernt, hat sich dann aber selbstständig gemacht. Sie sind dann auch umgezogen. War er schon sowas wie ein Vorbild? Total, auch, ja? Auch heute noch ist natürlich ganz wichtig, eben, dass Eltern, ich habe eine sehr enge Bindung, die natürlich auch dann, das macht es dann auch manchmal nicht so einfach. Ich hatte übrigens die Phasen auch, die Frau Johanna natürlich ansprach, dass irgendwann auch mal viel zu früh der Erfolg da war. Also wenn man sich meine Geschichte mal anschaut, ja, also aus heutiger Sicht vielleicht viel zu früh. Auf der anderen Seite sage ich immer, du kannst den verfluchen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Es war ja für irgendwas gut, weil das ist ja der Fluss des Lebens. Es kommt ja das eine nach dem anderen dann irgendwie zusammen. Und das war eben, dass ich mit 17 nach Amerika bin. Mhm. Das war so ein Durchbruch. Ja, und ich habe immer wieder gehört von Freunden, mein Vater hat es nie gesagt, mein Vater ist eher ein introvertierter Mensch, das, was der geschafft hat, ohne Studium schafft man nicht mehr. Wenn Sie sagen, introvertierter Mensch, Sie sind Unternehmer, Sie sind Business Speaker, Sie sind Vertriebsexperte, sind darin sehr erfolgreich. Wie viel hat das auch mit Auftreten zu tun? Das ist ja später gekommen. Ich unterscheide sehr stark zwischen drei Themen. Einmal Selbstideal. Jeder von uns hat ein Selbstideal, wie er gerne sein möchte. Dann haben wir ein Selbstbewusstsein. Ich kenne sehr viele Menschen, die haben hier ein total selbstbewusstes Auftreten, fallen hinterher in sich zusammen, weil sie keinen Selbstwert haben. Das war auch lange mein Thema. Keiner wird ja zu Hause irgendwie oder keinem wird zu Hause beigebracht, sich selbst zu lieben. Junge, sei bescheiden, gib nicht an, ja, halt das Geld zusammen. Das waren ja auch Glaubenssätze, die ich hatte. Ne? Mit dem Kleinen das Geld auch zusammen. Da kam natürlich auch die Angst, ist es wieder weg? Das hat mich lange getrieben. Also auch
möchte ich ohne sein. Heute lache ich drüber und sage, ich war gerade wieder in den USA, habe meinen Lehrer besucht und habe dann dort den Nachbarn gesehen, wo gerade der Landscape-Service da war und praktisch angefangen hat, Rasen zu mähen. Damit habe ich mal angefangen, meinen ersten $1,000 verdient. Dann mache ich halt das wieder. Aber wenn Sie sagen, dieses Sie hatten am Anfang eigentlich gar kein Selbstbewusstsein. Dann irgendwann oder ich habe es praktisch überspielt, also den Selbstwert mit Selbstbewusstsein überspielt. Wenn Sie keinen Selbstwert hatten und dann kam der Erfolg, war dann der Selbstwert dann wirklich da oder gab es immer wieder Rückschläge? Das ist ja das Thema. Ich glaube, Selbstbewusstsein lernst du nur im Außen. Warum? Du fährst irgendwann ohne Stützräder, du hast die erste Freundin, du hast den ersten Job, du machst den ersten Auftrag jetzt in meinem Business. Das steigert von außen dein Selbstbewusstsein, also deine Erfolge von außen. Aber der Selbstwert ist das, was wir eben gesagt haben, mache ich das gerne, was ich tue. Und ich habe irgendwann erkannt, ich arbeite gerne mit Menschen, ich mache Menschen gerne besser. Aber früher habe ich es nur für mich gemacht. Also ich wollte nur Millionär werden, ich wollte Porsche fahren, ob das jetzt erstrebenswert ist oder nicht, für mich war das wichtig. Und heute habe ich erst so diesen Selbstwert zu sagen, ich stehe jeden Tag auf, um Menschen in meinem Beruf besser zu machen, Unternehmer zu unterstützen, Verkäufer, Verkäuferin zu unterstützen, ja, und dass jeder in seine Kraft kommt und solche Entscheidungen treffen kann. Ich meine, er steht ja trotzdem für den Aufsteiger eigentlich. Mhm. Ne? Wir leben das vielleicht nicht alle so konsequent, aber wie wichtig sind diese Themen, Leistung, materieller Erfolg, auch das Bewerten danach, wie wichtig ist das für uns alle? Sehr wichtig. Also wir sind eben in einer Gruppenhierarchie und wollen ja gerne gut Platz haben. Und uns wird jetzt in unserer westlichen, aufgeklärten Kultur eben das so mitgegeben, Leistung bringen und es zeigen, das bildet sich eben in Äußerlichkeiten stark ab. Und es war ja auch lange überlebensförderlich, viel zu haben. Nur hat sich das eben jetzt gerade in den letzten 20 Jahren ist das total gekippt. Was ich entscheidend finde, das würde ich gerne fragen, ist, sind die Eltern stolz auf Sie? Ja, mega. Also mein Lebenshighlight vielleicht so als Redner waren 6.000 Leute in Bamberg in der Brose Arena mit Standing Ovations. Mein Vater ist zu fast allen großen und meine Mutter zu fast allen großen Events, wo ich gesprochen habe, mitgereist. Die kommen heute noch jeden Sonntag und kochen. Wir sind viel zusammen. Also Familie ist schon wichtig. Ich bin ja auch von Königstein wieder nach Wesel aufs Land gezogen. Ich bin ja da dann 16 Kilometer entfernt auch vom Campingplatz groß geworden. Mein Bruder lebt da und Familie ist mir schon wichtig. Ne? Mein Sohn arbeitet heute in der Firma mit. Ich habe 26-jährigen Sohn, der auch mitarbeitet. Aber ich glaube, das ist ja eine Welle. Also ich glaube, um dahin zu kommen, ja, gibt es immer Steine. Und ich glaube, das ist eben das, was Menschen eben oft tun, was ich erlebe, ist eben nicht ihren Traum zu leben. Ihnen viel zu wichtig ist, was Menschen von außen denken, weil wir haben ja drei große Themen, die uns aufhalten vor Erfolg. Das ist die Angst zu springen, also das zu tun, um jetzt mal bei Frau Schmidt zu bleiben. Oder auch sich zu outen, das zu erzählen. Dann haben wir Selbstzweifel, kriege ich das auch hin dann in dem Wohnwagen mit meiner Musik. Und dann ist das Schlimmste, was wir haben, wenn wir auf andere hören. Also dein Umfeld. Such dir deswegen die Menschen gut aus, mit denen du das machst. Ist bei mir auch enger geworden. Ich kann mich gut erinnern, ich habe in Königstein eine Altstadtvilla besessen und habe die verkauft auf 548 Quadratmeter und bin dann an einen See gezogen. Ich habe das Grundstück eines alten Kiesbarons gekauft, weil ich gerne angel. Und ich weiß das erste Mal, es kommt ein Kunde rein, guckt bei mir aus dem Büro raus und sagt, boah, Limbeck, jetzt haben sie es aber geschafft. Und ich musste so schmunzeln. Ich habe dort 40% weniger bezahlt für das Anwesen, was ich gekauft habe, was ich in Königstein verkauft habe. Aber es ist halt riesig. Aber es ist halt riesig. Wie viel Quadratmeter so? 18.000. 18.000, ja, okay. Ja. Ich hatte auch Angst. Also auch das, das ist schön. Also das ist immer so lustig, hört sich das an. Aber ich habe das Haus erst abgesagt. Und dann war ein Freund von mir da. Und dann erzählte ich ihm von dem Haus. Und wir tranken ein bisschen Gin. Und dann sagte er, baust du dein Leben um deine Arbeit oder deine Arbeit um dein Leben? Sehr gute Frage. Und dann habe ich geguckt und das war noch im Internet. Dann habe ich meine damalige Freundin, später Frau, geweckt und habe gesagt, du, Andrea, das Haus noch da, wir kaufen das morgen. Und dann war das tatsächlich so. Ich glaube auch, der hat auf uns gewartet. Ich glaube an solche Dinge. Ja, wollte es uns auch verkaufen. Wir waren 3-4 Mal da. Ich hatte Angst vor der Größe. Unterhaltskosten, werde ich weiter erfolgreich sein? Die Zweifel hast du dann schon. Aber wir reden ja jetzt genau darüber. Wenn diese Frage finde ich wirklich sehr gut, die da gestellt wurde. Weil die Frage ist ja, neben dem Haus, das Sie da haben, neben diesem riesen Grundstück, das Sie da haben, neben dem Erfolg, den Sie haben, was ist denn wichtig für Ihr privates Glück? Was gibt Ihnen den Sinn? Naja, das ist, glaube ich, bei allen Menschen ja so. Mein Sohn ist ein großer Traum und ein großer Lebensinhalt natürlich. Wir sind sehr eng miteinander. Er ist auch ein Scheidungskind. Du hast als Vater schlechtes Gewissen. Er war viel bei mir. Fußball ist unsere gemeinschaftliche Geschichte. Wir waren zusammen in Sevilla. Wir waren in London. Das hat im Kalender ganz gut gepasst. Ich kenne seine Freunde. Er ist gerne mit mir zusammen. Er arbeitet mit mir. Das ist eines der großen Dinge, die mir natürlich Spaß machen. Aber ich gebe das auch zu, das tut ja keiner gerne.
Aber ich definiere auch mein Leben über meine Arbeit. Ich arbeite einfach gerne. Ich habe irgendwie ja viel mit Menschen im Konzern zu tun. Die sagen mir dann so mit meinem Alter 55, ja, wissen Sie, ich habe ja nicht mehr lange. Ich denke dann, wovon spricht der arme Kerl? Ja, so, weißt du, so, ich weiß gar nicht, was Rente ist. Was wäre denn die Alternative? Mallorca, Golf spielen, 11 Uhr die erste Flasche Rosé, mittags erstmal besoffen. Dann eine Runde schlafen, Boot fahren, zweite Mal abends besoffen. Das ist nicht mein Ding. Wir kaufen Ihnen das schon mal ab. Ja. Würden Sie sagen, Sie sind ein zufriedener Mensch? Was ist zufrieden? Zufrieden ist für mich zum Beispiel kein Zustand. Ich finde zufrieden langweilig. Nehmen wir mal an, ich würde Ihre Frau treffen und würde sagen, ich habe heute den Michael kennengelernt, netter Typ. Die läuft so zu Hause und die sagt zufrieden und ich würde Ihnen das erzählen. Dann würden Sie sagen, ach Schatz, lass uns noch mal reden. Ja, zufrieden ist für mich kein Zustand. Natürlich gibt es auch immer noch Themen, wo ich sage, ich zweifle oder es gibt Enttäuschungen. Du fühlst dich selber mal nicht so gut, weil der Vortrag nicht gelaufen ist oder die Beratung nicht so gut gelaufen ist. Aber wenn ich alles immer zusammensitze und an meinem See sitze, das will ich so ein Ding, an meinem See sitze, ich mache gerne Feuer, ich habe einen eigenen Gin rausgebracht, trinke meinen Gin, rauche eine Zigarre, gucke dann dahin und dann ist es schon so dieses Gefühl, dieser kleine Junge vom Campingplatz, der irgendwie rausgezogen ist, gegen, ja, ich sag mal, gegen die Windmühlen zu kämpfen. Ich hätte nie mir vorstellen können, mit meinem begrenzten Denken so erfolgreich zu werden wie heute. Und dann sitze ich da und sage, wir haben so einen Running Gag gehabt, früher immer, wer wohnt hinein, wer residiert hier. Aber jetzt nicht überheblich, weil ich kein überheblicher Mensch aber bin. Aber da ist schon so ein bisschen Stolz ist schon. Sie sind stolz auf sich. Ne? Ganz viel Stolz, aber ich habe das auch lernen müssen. Ja. Also, sind Sie noch getrieben? Es gibt viele Leute, die das behaupten. Ich versuche das immer zu bestreiten. Aber ich vermute, diese Leute haben recht. Ich bin schon getrieben. Im Sinne von, wenn ich was mache, möchte ich halt, dass es exzellent ist. Ja. Und wenn Sie sagen, Zufriedenheit ist es nicht. Ich finde ja, Zufriedenheit kann eine Menge beinhalten. Aber was ist es dann? Wonach streben Sie dann? Ist es dann Glück oder wie würden Sie das bezeichnen? Ich bin ja katholisch erzogen worden, Bibelfest, das volle Programm, Messdiener und was dazugehört. Ja. Ich habe immer so ein Bild davon, weil ich gerne Bilder mag. Ich stelle mir mal vor, da oben gibt es Gott. Ich glaube ja, das Universum gibt es. Ich glaube an Law of Attraction, also das, was du dir vorstellen kannst, kommt in dein Leben. Und dann gibt es ja oben Türsteher, so habe ich mal angefangen. Mhm. Und im Taunus, um neben mehr Geld zu verdienen. Ich habe also schon sehr jung sehr viel Geld verdient. Ich war 18, hatte 5.000 Mark netto in der Tasche, weil ich mit Lacoste gedealt habe. Das ist verjährt. Okay. Und die Tür gemacht hatte, wie ich später den Laden geführt habe. Ich habe mehr verdient wie meiner Lehre. Und dann frage ich mich, da oben gibt es einen Türsteher und der sagt irgendwann, Limbeck, bevor ich dich hier reinlasse, weil ich glaube, ich viel Gutes tue auch, eben auch durch meine Aktion. Kinderlachen macht mir sehr viel Spaß, dass ich heute Charity machen kann und unterstützen kann. Gibt es irgendwas, was du versäumt hast, bevor wir dich hier reinlassen? Und das habe ich halt nicht. Weil ich das auch zu Hause gelernt habe. Meine Eltern haben immer gesagt, mein Vater so auch typisch, wenn wir in Rente sind, dann Wohnmobil, dann wollten sie aber doch nicht mehr mit dem Wohnmobil. Und ich kenne so viele Menschen, die ihre Träume nicht leben. Und ich kann schon sagen, dass ich natürlich auch Misserfolge hatte. Das gehört ja auch zum Leben dazu. Das reift dich ja auch. Ja, meine zweite Ehe ist jetzt auch gescheitert. Ganz offen gesprochen. Ja, das macht was mit dir, hatte ich mir nicht vorgestellt. Aber was ich wieder hingekriegt habe, wo alle sagen, wie geht das? Wir arbeiten zusammen. Sie managt mich weiter, sie führt mein Office. Wir sind halt wie Bruder und Schwester. Nur so wollen wir halt nicht alt werden miteinander, weil ja, es gibt außer jemand Liebhaben auch noch zwischenmenschliche Bedürfnisse. Und, also Sie würden sagen, das ist kein zufriedenes Leben, aber ein erfülltes, weil Sie alles mitnehmen und alles so tun, wie Sie es möchten und wie es aus Ihrem Inneren kommt. Für mich ja. Vielen Dank, Herr Limbeck. Wir reden ja auch immer über wie wichtig ist Arbeit, wie wichtig sind andere Dinge im Leben. Ich muss sagen, meine Eltern, wenn es auch zu großen Geburtstagen kam oder so und ich musste arbeiten, haben die immer gesagt, Junge, kein Problem, wenn du nicht da bist, Arbeit geht vor. Wie ist es bei Ihnen? Bei wem? Arbeit ist wichtig, bei Ihnen haben wir schon drüber gesprochen, aber geht bei Ihnen Arbeit vor? Bei wem geht es nicht? Sie schütteln gleich den Kopf. Also ich habe in meinem ersten Leben 23 Jahre bei einer großen Leverkusener Firma gearbeitet, viel Geld verdient und nach meinem Burnout mein Leben komplett geändert. Mir sind Kinder wichtig, mir sind Familie wichtig, super wichtig, ja. Und mir ist, ich verdiene jetzt auch gutes Geld, aber ganz wenig, damit ich ganz viel freie Zeit habe, um Jahreskreisfeste zu feiern, um Beziehungen zu pflegen, um für meine Enkelkinder da zu sein, um das Leben pur zu genießen. Und ich bin auch sehr ehrgeizig in vielen Dingen und will auch Sachen genau machen, aber Arbeit ist nur dafür da, gut leben zu können.
Und wenn einen die Arbeit ausfüllt, kann sie ja auch Teil des Lebens sein. Meine Arbeit, unsere Arbeit ist toll. Genau. Die fühlen uns beide aus. Herr von Berg, Sie haben ja auch eine Vergangenheit als Unternehmer. Sie haben sich ja nicht vorgestellt, ich will diese Million, auch ich will den Porsche. Sie wollten Förster werden. Was haben Sie denn gefunden? Warum? Was hat Sie daran fasziniert? Für mich war als kleiner Junge der Wald die Faszination. Der Geruch von Kräutern, von Pilzen, von Moos, das war für mich das Allerhöchste. Freunde und Sport, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich hatte so eine Idee, als Junge schon im Wald zu arbeiten oder zu leben oder etwas mit dem Wald zu machen. Also Sie waren schon auch, höre ich so raus, ein bisschen eher Einzelgänger dann? Ich war ein Einzelkind und Einzelgänger dadurch, weil ich sonderbar war. Nicht? Also so ein fünfjähriger Junge, der auf allen vieren Steine auf der Wiese zusammenrollt und sich so einen Kreis baut. Ich wusste nichts von Druiden oder von Asterix oder was man da in Stonehenge machte. Ich hatte das Bedürfnis, mir einen großen Steinkreis zu bauen und in dem habe ich dann gesessen. Das führte die Nachbarn dazu, über den Zaun zu gucken und meinen Eltern zu sagen, sie sollten mal mit mir zu einem Arzt gehen. Weil das wäre ja ungewöhnlich. Ja. Das war das auch. Aber da hatte ich schon dieses Bedürfnis, mein Leben anders zu gestalten. Und ich hatte auch kein komisches Gefühl, dass die anderen Sport machten. Das wollte ich gar nicht. Sie hatten so Ihren Weg vor Augen. Man muss dazu sagen, Ihre Eltern haben sich dann getrennt. Sie sind bei Ihren Großeltern aufgewachsen. Und aus der Idee, Förster zu werden, ist erstmal nichts geworden. Nee. Denn wer kam auf die Idee, dass Sie Polizist werden? Mein Großvater. Der Großvater hatte die Idee. Doktor der Staatswissenschaften, nicht so ganz, der sagte, der Junge hat ein schlechtes Abitur, da wird nichts, Lehrer kann der nicht mehr werden. Den schicken wir zur Polizei, da gibt es eine Einheitslaufbahn. Ja, große Klasse. So war es, ja. Ja, so ist es gewesen. Ja. Ja, und ich stelle mir das jetzt aber so vor, da waren Sie der Junge, der durch Wälder streift, der die Gerüche mag und auf der anderen Seite ist der Polizist. Ja, das ging war, aber das, nicht. War das denn so Ihr Ding? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Nein. Ich war unglücklich in Hannover-Schmünden, da in so einem Riesensaal, der war orange angestrichen. Da war ich dann mit 7 anderen, so lebensältere Bewerber, Schlachter, Fleischer, Handwerker halt. Die wurden damals gesucht, 1972 wollte keiner zur Polizei, da konnte man Geld verdienen in der Wirtschaft oder am Band oder im Handwerk ging es auch schon wieder los. Naja. Aber Sie waren doch dann der jüngste Oberwachtmeister in Niedersachsen. Jo. Und wenn Sie... Weil ich bin da geblieben, gegen meinen Willen eigentlich. Sind da geblieben. Jo. Und man muss sagen, 13 Jahre. Ja, und ja. Ja, der Absprung war sehr schwer. Ich, ich hatte zwar zwischendurch immer noch meine Kräuter und ich habe meine Getränke gebraut, und das, aber das war im Hintergrund. Du warst ja dann gefangen in so einer Hierarchie, die ich auch nie für mein Leben wollte. In einer Hierarchie zu leben und meinem eigenen Willen immer hinten anzustellen. Apropos Hierarchie, Sie haben ja dann auch sich selbstständig gemacht, eine Hausverwaltung gegründet, waren da auch sehr erfolgreich. Was hat Ihnen denn dieser Erfolg dann gegeben? Das war Teil meines Planes. Ah ja. Ich wusste, dass, da kannst du ja nicht bleiben, da musst du irgendwie so einen Grundstock vielleicht schaffen, Ausbildung haben, da kannst du auch ein bisschen Geld verdienen. Bloß ich wollte da halt immer weg. Ich war ja auch nicht lange dann bei der Polizei an sich, sondern bin dann... habe einen Laufbahnwechsel gemacht, bin zur Bezirksregierung in Hannover gegangen und war da in der Verwaltung Landeseigener Dienstgebäude als Regierungsassistent. Und als Sie dann irgendwann Unternehmer geworden sind, was würden Sie sagen, was waren da Ihre Prioritäten, wie wichtig? Geld verdienen. Sie waren ja sehr früh verheiratet, muss man dazu sagen, mit 21. Ich war steinalt, ich war 21, meine Frau war 16 und aber... Das ist ganz interessant, eure Geschichte zum Beispiel. Ich hatte, da war ich in der ersten Klasse oder zweiten Klasse, keine Orientierung. Ne? Sind Jungs nur interessant oder Mädchen? Aber ich habe es am Geruch ausgemacht. Ich konnte Jungs nicht riechen. Die rochen nach Schweiß, die rochen komisch. Aber Ihre Frau konnten sie riechen? Oh,
ganz besonders. Ja. Also nachdem Sie wussten, Sie konnten Ihre Frau gut riechen und Sie geheiratet haben mit steinaltem Alter von 21, Sie dann aber Unternehmer waren, wie viel Zeit hatten Sie dann noch für Ihre Frau und fürs Privat? Viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, dieses Ziel mit 50, das war lange hin. Ja. So mit 35, das ist ja schwierig gewesen. Aber ich hatte ein Ziel, mit 50 wollte ich so viel Geld haben, dass ich finanziell unabhängig mein Leben führen konnte. In einem Haus zu wohnen, im Wald oder am Waldesrand, wie es jetzt geworden ist. Und da haben Sie für geackert? Und dafür habe ich geackert. 16 Stunden am Tag, manchmal 7 Tage am Stück. Ich hatte einmal eine Phase, 7 Jahre, keinen Urlaub, nichts, nur gearbeitet und habe alles immer investiert in Immobilien, in all diese Dinge, wo ich meinte, das brauchst du, das musst du ja nachher verkaufen können, da kannst du dann leben. Habe ich so ausgerechnet. Gibt es ja heute auch, ne? Wie viel Geld musst du haben, damit du jetzt in Rente gehen kannst und es reicht bis zum Schluss. Mhm. Aber diese Rechenbeispiele waren schwierig. Und ich war in dieser Mühle. In dieser Mühle, die ich nicht weglässt. Sie haben mal gesagt, sogar im Schlafen, Sie haben was mit dem Stift. Ich hatte so einen Block hier oben, ne? Handy gab es ja da oben noch nicht. So einen Block hier oben drauf mit dem Stift. Und wenn ich dann eingeschlafen bin oder ich bin aufgewacht und mir fiel wieder was ein, habe ich aufgeschrieben. Gut, das ging aber, der Strich so nach unten weg nachher, aber ich habe damals auch schon hier so ein schwarzes Hackerlitt-Telefon gehabt, ne, als erstes. Ich habe telefoniert, ich habe nachher 4 Firmen gehabt, weit über 100 Angestellte und habe gar nicht gemerkt, wie meine Kinder so in 10 Zentimeter Schritten gewachsen sind. Ich habe es gesehen, aber ich habe nichts dagegen getan. Das war toll, diesen Erfolg zu haben. Dann merkst du nicht, dass du dich selbst verlierst. Aber ist denn dieser Erfolg vielleicht auch an alle? Ist denn dieser Erfolg, die Anerkennung, die dann ja auch danach kommt, ist das eine Art Suchtfaktor einfach? Ja. Ja? Bei mir war das so. Ja? Ich war süchtig nach diesem Erfolg. Nach Kostenvoranschlägen, den die Kunden dann wollten. Hm. Ich habe sie überzogen, weil ich keine Zeit mehr hatte und keine Arbeit. Hm. Habe es trotzdem gemacht. Sie haben ja dann auch einen Fitness- und Saunaclub noch erworben dazu. Ja. Und wollten dann auch noch als Tauchlehrer auf Fuerteventura ein neues Leben anfangen. Aber dazu kam es nicht, muss man dazu sagen. Nee, da war ich zwar ein Vierteljahr. Ja, und aber das auch. Dann gab es einen ersten Schicksalsschlag, denn Ihre Frau hatte einen Gehirntumor. Die wurde schwer krank. Und da habe ich das erste Mal so drüber nachgedacht. Ne? Wozu machst du das eigentlich? Du verdienst das Geld, um zu leben, aber du lebst ja gar nicht mehr. War dann klar, Tauchschule? An dem Tag bin ich, als ich es erfahren hatte, sie hatte vorher immer Kopfschmerzen und keiner wusste, wo das herkommt. Und als ich dann erfahren habe, dass das Tumore sind, habe ich alle meine Zelte dort abgebrochen, bin nach Düsseldorf geflogen und wieder in diese Mühle. Aber ich war in der Nähe meiner Frau. Was hat sich verändert sonst? Da hat sich einiges verändert. Ich habe viel dann abgegeben. Also die leitenden Tätigkeiten und die Kontrollen und das Administrative, all das habe ich weggegeben. Das schmälerte zwar den Gewinn, ne? Wenn du Leute anstellen musst, die deine Arbeit machen, aber ich hatte auf einmal mehr Zeit. Mhm. Mehr Zeit. Meine Frau hat die Operationen überlebt und auch ohne sehr großen Schaden zu erhalten. Aber das war schon so der erste Gedanke, jetzt musst du dich darum kümmern. Mhm. Das Zweite, was mich dann umgeworfen hatte, war der Unfalltod meines Sohnes. Was ist da passiert? Der ist verunglückt, so Aquaplaning, Regennasser Straße in Hannover-Wülfel. Mhm. Und der hatte sogar Sicherheitsgurte, so Hosenträgergurte in seinem Opel Calibra. Aber ist so geschlittert und mit der Seite gegen einen großen Baum. Und dann bekam er ein Aneurysma im Kopf. Und da ist er 7 Tage später dann verstorben. Ich muss sagen, das war so diese Initialzündung für ein gravierendes Ändern meines Lebens. Mein Ziel hatte ich noch nicht erreicht. Haben Sie sich da auch gefragt? Ich glaube, wir alle wollen uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Nein, das zerreißt dich. Und macht auch deinen Lebensplan kaputt. Ja, und haben Sie sich dann auch noch mal gefragt, habe ich genug Zeit mit diesem Sohn verbracht, hatte ich die Prioritäten? Das war das Erste. Was hättest du noch mit ihm sprechen können? Ja. Er war so ein bisschen schwierig mit 21, so Revoluzer halt. Mhm. Ne? Hatte viele Freundinnen, auch die alle auf dem Mal. Das fand ich spannend. Mhm.
War bei mir früher auch so, mal eine Zeit lang, als ich noch ganz jung war, so mit dem ersten Capri. Ich hatte nämlich einen Film gesehen, als ich ganz jung war, da hatte ein Sultan so ein Harem. Das ist so ein Lebensziel, so ein Plan. Da sieht es schön aus, da ist alles warm. Und der hat ganz viele Frauen, die sehen toll aus. Und der ist der Chef. Ja, aber das habe ich ausprobiert. Mit mehreren Freundinnen ist problematisch. Okay. Es ist spannend, immer mehr zu erfahren über Ihr Leben. Wie ging das denn dann weiter? Ich habe mich zurückgezogen, erstmal, um meiner Trauer Platz zu geben. Mhm. Und habe dann schon Vorkehrungen getroffen, welche Firmenteile jetzt weggegeben werden und wer was übernimmt. Mein ältester Sohn hat viel übernommen, meine Tochter. Also ganz spannende Firma habe ich aus meiner zweiten Heimat Australien mitgebracht. Dort waschen die Leute Hunde in einem Anhänger. Da kommt der Hundewäscher hin und Clean Dog nennen die das. Und waschen da Hunde. Das kannst du nicht machen in Deutschland. Da nimmst du deinen schmutzigen Schäferhund, bindest den an einen Jägerzaun, Gartenschlauch und fertig. Ist auch viel zu kalt für sowas. Aber irgendwie ging mir das dann durch den Kopf. Und dann habe ich diese Firma, diese Geschäftsidee mit hergenommen von Coca-Cola. So ein Hochdecker gekauft, den mit Edelstahl ausgekleidet und aus dem Wohnmobilbereich. Diese Warmwasseraufbereitung und Föhn und Umwandler, alles drin. Ja, da kam Hund, Katze, Maus mal zu uns, hat das dann gefilmt und dann boomte das. Das lief richtig toll. Da war wieder so ein Ding, ich wollte das eigentlich nur für meine Tochter machen. Aber Sie waren ja schon wieder in der Mühle dann. Eben. Also, ja, und wie sind Sie denn dann da rausgekommen und wann wurde denn das, was Ihnen als Kind schon mal wichtig war, nämlich der Wald, wieder zum Zentrum Ihres Lebens? Das war die Reise nach Australien zu meinem Vater, zu meinen Eltern dort. Und die habe ich bewusst angetreten, um aus allem rauszukommen. Mhm. Ich hatte alles in trockenen Tüchern, alles war geregelt. Und ich wollte da längere Zeit bleiben, bin ich auch geblieben. Mhm. So vom Vierteljahr habe ich viele Sachen kennengelernt und habe viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Mit meinem Vater nächtelang über gerade auch den Sinn des Lebens und was sollte man machen und was tunlichst unterlassen gesprochen. Und er hat mir einige sehr weise Dinge mit auf den Weg gegeben. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mich aus dem Geschäft ganz zurückgezogen habe. Und Sie sagen heute, Sie sind Druide. Wie haben wir uns das vorzustellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel durch den Wald gehen? Was passiert da? Der Wald hat wie immer noch diese Faszination, die ich als Kind erfahren habe für mich. Ja. Der Wald bringt mich in eine Phase der Gelassenheit. Mhm. Ich bin glücklich, wenn man das Glücklichsein beschreiben kann, mit zufrieden. Hatten wir ja vorhin auch mal. Ja. Ich bin zufrieden und ich bin ruhig und ich habe kein Streben mehr nach etwas anderem. Mhm. Ich genieße diesen Moment im Wald, entweder alleine oder mit meiner kleinen Bulldogge oder mit den Kindern, mit den Enkeln, die jetzt etwas seltener mitkommen, weil die auch schon so groß geworden sind. Wie nah sind Sie den Pflanzen, den Tieren? Ja, diese Pflanzen-Deva, wie man sagt, der Geist der Pflanzen, den habe ich in den letzten Jahrzehnten immer versucht zu spüren und zu erkennen. Ist nicht ganz leicht, muss man auch so lernen. Ne? Man guckt sich dann einen Bärlauch an, haben wir vorhin drüber gesprochen, und sagt, was sagt der dir jetzt? Nicht? Ganz platt gesagt. Aber wenn man sich dann da reinsetzt in so ein riesiges Bärlauchfeld oder mitten im Wald und lässt mal alles andere aus dem Kopf weg, dann bekommt man da Informationen und Gefühle, da kriegst du immer eine Gänsehaut. Am Anfang konnte ich das gar nicht begreifen, was da mit mir vorgeht, aber jetzt weiß ich, dass ich kommunizieren kann mit den Pflanzen und dass mein Geist so weit offen ist, dass ich alles andere vergessen kann und mich darauf einlasse. Darauf einlasse, was mir Pflanzen oder ganz im Speziellen auch Bäume zu sagen haben. Ich bin jemand, der gerne am Fuß eines Baumes sitzt und dort Stunden verbringt. Und da kommen mir Gedanken, die mir am Schreibtisch oder zu Hause auf der Couch nicht kommen würden. Sie haben gesagt, es ist wichtig zu wissen, wofür man eine Veränderung eingeht. Genau. Ich glaube, Sie haben da etwas, das spüren wir alle, gefunden. Nun findet das ja nicht jeder. Es gibt ja auch Leute, die Veränderungen angehen und das dann bitter bereuen, weil das überhaupt nicht das Leben ist, was sie sich vorstellen. Und in den alten Job oder ins alte Leben kommen sie nicht zurück. Wie können wir uns denn prüfen? Wie können wir uns denn so gut kennenlernen, dass wir
ja, wenn man so will, eine hohe Trefferquote bekommen und unser Leben ja, so verbringen, wie es uns entspricht. Also es gibt im Grunde genommen im Leben nicht das Richtige oder das Falsche. Das sind alles Erfahrungen, die uns irgendwo hinbringen. Und wenn wir eine Vorstellung haben, so müsste es sein, und dann erreichen wir das, und dann ist es gar nicht so, das ist nicht selten der Fall, ja, dann müssen wir weitermachen, was anderes suchen, uns vielleicht auch hinterfragen, warum wir so Bedürftigkeit auf dieses Ziel projiziert haben. Was denn daran so toll gewesen sein sollte, in der Realität fühlt es sich dann gar nicht so an. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer weiter rennt und weiter rennt. Mhm. Aber oft haben wir von den Zielen, die wir uns vorstellen, eine falsche Vorstellung. Ja. Und wenn man das dann vordergründig nicht als Erfolg sieht und als Scheitern, man sagt ja auch immer, wir haben eine schlechte Einstellung zum Scheitern. Mhm. Andere sagen, das ist auch Teil des Lebens damit. Genau. Ja, dann geht's weiter. Ist das etwas, was wir noch lernen können hier bei uns? Also unbedingt, das ist auch was sehr Deutsches, mit dem Scheitern nicht umgehen zu können. Die Amerikaner sehen das eben völlig anders. Also da wird keiner ernst genommen, der nicht mindestens zwei Firmen mal in den Sand gesetzt hat. Ja, dann hat er erst die richtige Erfahrung zu wissen, worauf es ankommt. Und wir Deutschen haben eben auch wahrscheinlich durch unsere Geschichte, sind wir immer auch, wir urteilen auch mehr über andere. Es ist unglaublich, oft heben und senken wir so den Daumen und müssen gleich direkt alles richtig machen. Und mittlerweile, wir sind so ein bisschen auf dem Weg, das jetzt besser zu lernen. Die Krisen zwingen uns dazu. Und auch ein bisschen von dieser Idee abzurücken, es gebe das richtige Leben. Mhm. Ja, also er hat ja auf dem Weg über die Polizei, den Hundewaschladen und so weiter, ganz viel immer wieder gemerkt, auch mit den Krisen in der Familie. Das ist es eben noch nicht. Und irgendwann war er dann da, im Bärlauch. Also, ja. Ich finde es wichtig. Auf der einen Seite, welche Ziele habe ich, aber auf der anderen Seite das, was Sie vorhin gesagt haben, immer wieder zu überprüfen, macht das, was ich gerade tue, mir Freude? Und bin ich glücklich? Weil es bringt gar nichts, immer auf irgendein fernes Ziel hinzuarbeiten, wenn ich den Moment nicht genießen kann. Und wenn ich in dem Moment, in dem ich bin, nicht glücklich und zufrieden bin. Und viele Menschen sind... Das Ausprobieren ist wirklich eine wichtige Sache. Also ich habe auch festgestellt, dass viele in meinem Umfeld, wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann hatte ich immer so das Gefühl, die gehen alle davon aus, ich habe das jetzt geheiratet, es muss auf immer und ewig so sein. Ja, wie egal, ob das jetzt ein Autokauf war, egal, ob ich jetzt einen Job gewechselt habe oder egal, ob ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht meinen Freundeskreis mal nach vielen Jahrzehnten mal aussortiert habe. Ja, wie, du kannst es doch nicht einfach. Mhm. Und da kriegt man dann schon so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, das kommt dann schon ein bisschen durch. Und man denkt, naja, hat sie jetzt wirklich recht? Ne? Man muss dann wirklich sagen, nee, also ich gehe jetzt meinen Weg und ich ziehe das durch. Und ich frage immer wieder, okay, ist das gut? Und wenn ich denke, ich möchte eine Veränderung, dann mache ich sie. Aber da frage ich auch keinen, aber dafür stehe ich auch gerade dann. Ja. Also dann darf man natürlich auch nicht jammern, das habe ich auch festgestellt. Also wenn man sich dann für irgendwas entscheidet, wo man dann sagt, naja, du hast es ja gewollt, ja, okay. Und dann sage ich lieber nichts, zieh es durch und ändere es und mach halt irgendwas anderes. Was mich interessiert ist, wie weit geht die Veränderung zum Beispiel bei Ihnen? Sie haben ja gesagt, wenn Sie da so am Baum sind, dann fühlen Sie diese Gelassenheit. Früher haben Sie auch nach Anerkennung gesucht, nach Erfolg. Suchen Sie jetzt vielleicht doch auch noch wieder als Kräuterkundiger und Pilzsachverständiger auch wieder nach so einer Form von Anerkennung nur bei anderen Leuten? Könnte man denken, das hat sich so ergeben. Ja. Da ist jemand oben, der kennt sich mit Pilzen aus. Da standen dann körbeweise an meinem Zaun Pilze, so mit Zetteln drin, such mal aus, ne, was gut ist und was schlecht ist. Oder ein Verein kam auf mich zu und hat gesagt, bei uns wärst du gut, ne, so Kneipverein. Könntest du diese Kräuterwanderung machen? Sowas. Also ich war dann nur noch ausgebucht. Das war wieder ein Punkt, den ich gar nicht wollte. Also da habe ich dann irgendwann auch ganz rigoros alles abgesagt, was mich wieder gefangen gehalten hat. Sie haben 3 Kinder, 10 Enkel. Wie viel Zeit verbringen Sie heute mit denen? So viel als möglich. Ne? So viel als möglich und auch ganz bewusst. Ne? Ich habe sie früher auch immer zu mir geholt, aber die sind jetzt größer. Ne? So 13, 14, 20, 21. Ja, da kommen die nicht mehr. Die sagen alle Papa zu mir. Hat meine Enkeltochter Zoe so mal mich genannt, Papa O. Und so. Herzlich willkommen auch. Hallo. Ja.
Und ja, wo war ich denn jetzt? Bei Ihrer Enkeltochter. Wenn Sie sagen würden, also so, bei der vielen Zeit, die Sie auch mit Ihnen verbringen, was würden Sie denn sagen insgesamt jetzt? Was ist Ihnen wichtig im Leben? Wichtig ist, dass man ein Ziel hat. Mhm. Ne? Ein Ziel, was man verfolgt mit den Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Das aber auch realistisch zu sehen. Und das zu versuchen zu erreichen. Zu erkennen, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht klappt, ist gar nicht leicht. Ne? Aufzuhören, wenn du wieder mehr investierst, als du eigentlich bereit bist. Weil dann verlierst du wieder Lebenszeit, die du für die Familie investieren sollst oder für Freunde oder für die Frau, für die Kinder, Enkelkinder. Aber ich habe mal eine Frage an dich. Also weil ich habe das jetzt, wenn du am Baum sitzt, bist du ja nur im Jetzt. Genau. Und das finde ich erstrebenswert, weil viele Menschen sind in der Vergangenheit, war alles besser, oder in der Zukunft, da ist mein Ziel, da will ich hin. Aber die wenigsten Leute leben jetzt gut. Ja, genau. Oder sind jetzt glücklich und ich sage auch jetzt dankbar. Ja, das ist ja uns geht's Definition allen so gut, von glücklich sein. Wir können jeden Tag dankbar sein und das alleine schafft schon Glück. Ja. Also wo ich auch an einer Stelle widersprechen würde, ist das mit dem Ziel. Ich kenne eine Menge Leute, die sind in das, was sie machen wollen, reingestolpert und haben es dann erst erkannt. Und dieses sich Ziel setzen und dann erreiche ich das, das ist auch, also das ist, passt sehr zu einer älteren Generation, da wurde einem das auch so gesagt, aber es kann sich auch ganz anders finden, dass man durch einen Zufall irgendwas macht und dann merkt man, oh, ja, hätte ich nie dran gedacht. Ja, wir haben ja auch über vieles schon geredet, was das Leben ausmacht. Ja, also sei es die Art, wie wir Beziehungen führen, sei es die Bedeutung des Berufs, sei es die Selbstverwirklichung in den Bereichen. Und jeder findet ja anders, auf anderen Wegen zu sich. Über eins haben wir noch nicht gesprochen, Frau Binuja. Welche Bedeutung hat es für Sie im Leben, für andere da zu sein und zu helfen? Viel. Also daraus besteht eigentlich mein ganzer Alltag. War das für Sie denn schon immer wichtig? Oder? In mir drin, ja. Aber ich glaube, das haben wir jetzt mehrmals gehört, wenn man nicht in sich reinhört und darauf hört, dann macht man andere Dinge. Mhm. Ich habe das auch gemacht und bei mir kam auch ein Schicksalsschlag. Mein Sohn wurde geboren mit einem Handicap und da wurde ich dann mit einem Schlag erwachsen, musste erwachsen werden. Sie war eine junge Mutter? Was hat das bedeutet? Also er hatte Fehlbildung, glaube ich, im Kopf und im Halsbereich. Genau. Was hat das für ihr Leben bedeutet? Eine komplette Wendung. Also ich war erstmal nur auf meinen Sohn fixiert. Ich konnte nur nach ihm schauen. Ich musste mich gegen Menschen stellen, die ihm schaden wollten. Ich musste abwägen, was ist gut, was ist nicht gut. Musste aber gleichzeitig auch irgendwie da sein. Aber also ich funktionierte in diesen Zeiten. Wie kräftezehrend war das? Sehr. Gab es denn auch Menschen, die Ihnen dann zur Seite gestanden haben? Ja. Heute weiß ich sogar unbewusst hat tatsächlich eine Ärztin mich da auch in den Weg geführt, in den ich jetzt bin, obwohl ich das damals nicht realisiert habe. Aber es waren viele, es waren Freunde für mich da, meine Familie, die hat mir den kompletten Rücken gestärkt, dass ich überhaupt eine Unterkunft habe, weil man nicht beim Kind auf der Intensiv liegen darf. Lauter solche Themen. Also ich hatte viel, viel Unterstützung. Das haben Sie wahrscheinlich im Kopf behalten. Ja. Es kamen dann noch drei weitere leibliche Kinder dazu. Richtig. Es waren also vier Kinder da. Und was hat es denn, was hat dann die Gedanken in Gang gesetzt bei Ihnen und Ihrem Mann, dass Sie zusätzlich auch noch Pflegekinder aufnehmen könnten? Also gereift ist der Gedanke unbewusst, als mein Sohn in dieser Krankenhausphase war. Ja. Seine behandelnde Ärztin hat ein Kind aufgenommen aus dem Krankenhaus, weil es dafür keine Eltern gab. Ich wusste schon irgendwie in mir drin, ich würde gerne mehr Kinder mit Behinderung helfen oder einfach Kindern helfen, die niemanden haben. Und ich hatte das dann mit meinem Mann besprochen und wir haben uns darüber Jahre wirklich unterhalten. Also der Prozess war 3 Jahre an sich. Ich habe mich ja auch in der Eventbranche versucht oder in dem System versucht. Dann waren wir auf einem Beratungsabend und haben uns die verschiedenen Varianten angehört. Und mein Mann ist raus und hat gesagt, die Bereitschaftspflege.
Was ist das, Bereitschaftspflege? Also wir sind da, es kommt ein Anruf und ein Kind muss jetzt raus und braucht ein Zuhause. Also es kann jederzeit passieren, ja, sozusagen. Genau. Und was sind das für Kinder? Unterschiedlich. Also man kann sich vorstellen, es sind immer schlechte Hintergründe, mhm, also zu 99%. Natürlich gibt es auch mal einen Fall, wo jemand sagt, ich habe jetzt gerade niemanden, der sich um meine Kinder kümmert, weil ich ins Krankenhaus muss. Oder sowas gibt es auch, aber in der Regel sind die Verhältnisse schlecht. Und wie alt sind die Kinder? Wie lange bleiben sie? Also wir haben tatsächlich von 0 bis 12 ist das Alter, wo Kinder in Bereitschaft dürfen. Danach ist es meistens nur noch Einrichtung. Mhm. Bei uns haben wir das Alter von 0 bis 9. Das haben unsere Kinder mit festgelegt. Mhm. Wissen Sie denn dann, welchen Rucksack die Kinder zu tragen haben? Meistens. Nicht immer, aber meistens. Und es kommt aber dann immer stückchenweise. Und wie leicht oder schwer? Wir können uns alle versuchen, in diese Situation reinzuversetzen. Fällt es Ihnen, sich dann auf die Kinder einzustellen? Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Also wenn man bei den Kindern ist, die sind sofort, man ist da sofort präsent. Und die Kinder vertrauen einem tatsächlich binnen Tagen. Gehen Sie mit ihnen genauso um oder anders um? Gleich kann man nicht sagen. Also ich glaube auch, das ist nicht der richtige Ausdruck, weil wir gehen nie gleich mit jedem Menschen um. Auch nicht mit den leiblichen Kindern. Von daher gehe ich auch anders mit den Pflegekindern um, aber so, wie sie es brauchen. Oder so, wie sie es zulassen. Wenn Sie das so beschreiben, was in der Familie passiert, kann es auch mal sein, dass zum Beispiel Ihre Kinder schneller Kontakt finden zu den Kindern? Ja? Ja. Es war für mich sehr prägend. Ich wollte gerade losfahren mit 3 meiner Kinder und es kam ein Anruf und die Dame hat gesagt, können Sie genau jetzt kommen? Und ich so, okay, ich bräuchte aber noch 5 Minuten, muss aber 2 Kinder mitbringen. Und die so, ja, kein Problem. Dann haben meine Kinder ganz schnell mit mir einen Rucksack gepackt und selber Kuscheltiere noch ausgesucht für das Kind, das wir da in Obhut nehmen sollten. Sind wir hingefahren und das kleine Mädchen hatte ganz, ganz viel Angst natürlich. Mhm. Wir sind fremd immer. Und der Erstkontakt war dann durch meine Kinder. Meine Kinder sind hin, haben das Kuscheltier gegeben, haben dann angefangen, mit ihr zu spielen. Und dann hat sie auch angefangen, mir zu vertrauen. Würden Sie sagen, dass die Kinder auch eine Bereicherung sind? Ja. Für Sie und für die Kinder? Für alle. Wie ist das? Also Kinder und mein Umfeld würde das wahrscheinlich auch bestätigen. Ja. Haben Sie denn umgekehrt auch mal, weil Sie sagen, es passiert ja alles, mit den leiblichen Kindern, mit anderen Kindern, haben Sie auch schon mal problematische Situationen erlebt? Natürlich. Also die Kinder kommen ja mit Rucksack zu uns. Also da kann Gewaltthema sein, da kann Suchtkrankheiten spielen, da Vernachlässigungen und die kommen da auch traumatisiert bei uns an. Und da gibt es dann auch Situationen, in die wir dann reingeraten und meine Kinder natürlich auch erleben, dass Kinder traumatisiert sein können und wie sich das anfühlt. Werden Sie denn auch begleitet oder vorbereitet auf solche Situationen? Ja, wir müssen regelmäßig zu Schulungen gehen, Traumaschulungen, alles, also verschiedene Bandbreiten, die wir da abdecken. Das müssen wir abdecken vom Jugendamt, ja. Was muss jemand mitbringen, um solch einen Weg gehen zu können? Eine sehr stabile Psyche und einen guten Grundinstinkt für die Bedürfnisse von Menschen. Also grundsätzlich eben bei Kindern besonders, aber auch darüber hinaus ist Beziehung alles. Und Kinder merken interessanterweise sehr schnell, wenn da ein stabiler Mensch ist, der psychisch in sich in der Mitte ruht. Und da entwickeln sie eben das Vertrauen dazu. Und auch wie andere Kinder dann mit einem umgehen. Diese Kinder haben ja oft auch schlimme Erfahrungen mit anderen Kindern gemacht, sind schon in der Schule oft ausgegrenzt worden oder Geschwistern, da ist so wenig da in solchen Familien und dann sind die Kinder auch untereinander, die Geschwister oft Feinde und auf einmal kommt man in eine Familie und da ist alles gut. Und Kinder nehmen das ganz schnell an. Mhm. Also das ist wirklich unser Überlebensinstinkt, das sofort anzunehmen. Und das Vertrauen, dass dann nicht enttäuscht wird, die kennen oft immer wieder Enttäuschungen, ganz schlimme Enttäuschungen und plötzlich blühen die total auf. Ja.
Hören Sie denn von außen, weil wir ja auch immer wieder über Reaktionen von außen geredet haben, auch mal sowas wie, naja, aber hast du dann nicht weniger Zeit für deine Kinder oder so? Also kriegen Sie auch sowas manchmal gespiegelt? Ja, ich habe auch gehört, das schadet doch deinen Kindern oder dann die Eifersucht, Laien oder sonst irgendwas oder die Kinder, das wäre eine zu große Belastung für die Kinder. Aber da ist es tatsächlich, man muss einfach schauen, welche Bedürfnisse wichtig sind. Und klar sind auch mal die Bedürfnisse meiner leiblichen Kinder wichtig und die müssen auch gesehen werden. Und darauf achten wir auch, die Zeichen müssen wir sehen, ist da jetzt gerade was da, was wegen den Pflegekindern, dann müssen wir darauf eingehen. Was wollen Sie den Kindern geben? Die Offenheit, also auch einen Weitblick zu haben. Nicht eingeschränkt zu sein, sondern offen für die Welt und dass da auch Potenzial ist, aus was Schlechtem was Gutem zu machen. Sehen Sie da manchmal eine Entwicklung? Ja. Sehen Sie manchmal eine Entwicklung? Das immer. Ist dann auch, ja? Immer? Immer. Also ich hatte bis jetzt noch nicht ein Kind bei mir, das keine Entwicklung gemacht hat. Haben Sie so eine schöne Situation im Kopf, wo Sie merken, ah ja, da... Also ich hatte einen Pflegesohn, bei ihm waren Berührungen nicht gewollt, sage ich mal. Also auch Umarmungen oder irgendwie sowas war wirklich ganz, ganz lange ein Nein. Und wenn ein Kind bei uns auch sagt, ich möchte das nicht, müssen wir das wahren, weil sonst traumatisieren wir ihn erneut. Oder das Pflegekind. Und dann kam, ich habe aber immer wieder gefragt, möchtest du, dass ich dich in den Arm nehme? Und irgendwann, ich glaube nach 8 oder 12 Wochen, ich weiß es nicht mehr, kam er dann und nickte und ich durfte ihn in den Arm nehmen. Mhm. Und das war aber ein sehr langer und sehr, sehr anstrengender Weg dorthin. Ja. Wenn wir wieder beim Außen sind, es gibt ja für alles, was wir tun, auch wieder jemanden, der skeptisch dem gegenübersteht. Und Menschen, die helfen, nicht Sie, aber also auch Sie, aber viele andere auch, da wird dann ja auch oft wieder gesagt, na ja, aber tun die das nicht auch wieder für sich, weil sie ja wieder Anerkennung bekommen und Dankbarkeit bekommen. Können wir nicht in allem, was Menschen auch Gutes tun, wieder einen Haken finden? Also die Frage ist, ob das ein Haken ist. Natürlich tun wir alle, also wir sind Lebewesen und wollen am Leben bleiben. Und alles, was wir tun, ist wichtig für uns. Ja? Und man findet unheimlich viel Sinn im Leben, unheimlich viel Bestätigung in so einer Aufgabe. Ja? Und die kann man auch sehr gerne finden. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Das ist so ein bisschen der christliche Gedanke. Nur die Nächstenliebe, aber tu nie was für dich. Dass das zusammengehen kann, beweist sie sehr gut. Ja? Und dann das Zweite ist eben, dass, glaube ich, das oft kritisiert wird oder sowas dann schon unterstellt wird oder eben auch diese Kommentare, wie geht's denn deinen eigenen Kindern und kommen die nicht zu kurz, ist natürlich davon getrieben, man müsste selber besser sein und man ist selber so egoistisch und da ist jemand, der ist anders und dann fühlt man sich angegriffen. Viele Leute machen solche Kommentare, weil sie sich im Grunde genommen in ihrem Leben unzufrieden fühlen, aber doch sehr auf sich bezogen sind und eben nicht die Hilfe geben. Da, wenn man das weiß, also jeder, der einen Helferberuf hat, dann kann man den Leuten auch mehr verzeihen, dass sie sowas sagen. In erster Linie wollen sie einen nicht angreifen, sondern sie haben ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl, dass sie nicht so gut sind. Ja, so. Und das kann man auch wieder verstehen, im Grunde genommen. Ja. Also ich fand da jetzt viele Parallelen zur Polyamorie. Ja, weil wir gehen davon aus, wenn du erlebst, dass du sagst, ja, kommen dann deine Kinder nicht zu kurz, als wäre Liebe eine Mangelware. Ja. Ja, und als wäre Liebe irgendwie eine begrenzte Ressource und bloß weil ich die jemandem gebe, muss jemand anderes zu kurz kommen. Mhm. Ja. Aber Liebe ist keine begrenzte Ressource. Genau. Ja, Zeit aber schon. Und Elternzeit ist für Kinder eben sehr wichtig. Wie viel, das ist aber gar nicht nur unbedingt jetzt, ich kenne immer mehr Leute, leider kennen wir wahrscheinlich alle, die dann am Handy stehen und nebenher den Kinderwagen stehen. Und die verbringen dann offensichtlich irgendwie die Zeit im gleichen Raum wie das Kind, aber eben irgendwie nicht. Und wirklich die Bedürfnisse von jemandem wahrzunehmen und das, muss man schon sagen, ist schon auch begrenzt. Also
dein Tag hat auch nur 24 Stunden und jedes Kind muss da gesehen werden. Aber es ist halt eben toll, dann die Kommunikation zu lernen, dass die Kinder kommen können, deine eigenen wie die Pflegekinder, und dann im Grunde genommen die zu hören und das ernst zu nehmen. Es geht ja darum, wie reagiere ich drauf? Wie nehme ich das wahr und nehme ich dann mal jedes Kind einzeln und dann ist es wieder gut. Was würden Sie sagen, dass Sie das jetzt machen? Was erfüllt Sie daran, Sie und Ihren Mann? Was gibt Ihnen das vielleicht auch noch mal für einen Sinn? Na, klar, das Helfen und das Dasein in schweren Situationen. Aber ich sehe den Sinn im Leben nicht darin, ein Ziel zu erreichen, sondern das zu leben, was ich gerne mache. Und darin auch glücklich zu sein. Was machen Sie so gerne daran? Was ist das, was... Das Helfen. Das Helfen. Aber das ist das, was mir einfach in mir drinne ist. Also ich kann tatsächlich nicht anders. Also nein, ich muss auch nach mir schauen und mir helfen. Aber man kann auch nur helfen, wenn man nach sich selber schaut. Was kann uns das auch geben, zu sehen, wir helfen anderen Menschen? Also für die meisten Leute ist es sehr viel sinnvoller als alles andere. Ja, so, dass wir eben als Gemeinschaftswesen auch eine Bindung da aufbauen und die ist stabil. Wir schaffen Vertrauen. Das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Sie bekommt ja bestimmt ganz viel von den Kindern auch zurück. Ja, und das ist für uns Gruppenwesen der Sinn des Lebens. Ja. Wir sind halt in einer Kultur, die sehr auf den Individualismus und Egoismus ausgelegt war. Das war sehr förderlich für unser Wirtschaftswachstum. Und jetzt merken wir, dass das irgendwie hin und vorne nicht nur von der Umwelt her nicht passt, sondern eben auch, dass Menschen immer einsamer werden. Es gibt in England mittlerweile ein Institut gegen die Einsamkeit. Weil ein Einsamkeitsministerium sogar. Genau. Und das Miteinander besteht eben aus Helfen und den anderen sehen und geben und nehmen. So nebeneinander zu stehen und nicht in Berührung zu kommen, hilft da auch nicht viel. Das ist halt auch dann Beziehungsunfähigkeit, ist ja auch ein Riesenthema. Und da merkt man aber, also es wird ja oft gesagt, oh Gott, die Gesellschaft wird da immer schlimmer. Sie hat bestimmt ihre Defizite, aber es gibt eben auch so Sachen. Und das wird oft nicht gesehen, dass es relativ viele auch davon gibt. Ja. Wie will ich leben? Vielen Dank, Frau Binuja. Vielen Dank auch an Sie nochmal, Herr von Berg. Und vielen Dank an alle anderen Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Oma, Tochter, Enkelin, was Frauen wichtig ist. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön. Danke an Sie. Dankeschön.